another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Herzlich willkommen zu unserem 9. Podcast. Am Mikrofon auch diesmal wieder der Gunnar Lott. Hallo, das bin ich. Und auf dieser Seite Christian Schmidt. Und wir haben uns diesmal ein Thema rausgesucht, von dem du, Gunnar, vor kurzem noch behauptet hast, dazu sei doch schon alles gesagt, nämlich Doom. Das ist in der Tat auch richtig, aber dann hast du ja ganz richtig eingeworfen, dazu sei natürlich schon alles gesagt, aber nicht von uns. Genau, deswegen geben wir jetzt im Wesentlichen in der nächsten Stunde das wieder, was alle schon wissen, aber aus unserer Perspektive. Und vielleicht ist ja doch das ein oder andere Neue noch mit dabei. Genau, aber man hat ja an dieses Spiel so wahnsinnig viele überhöhte Erinnerungen, dass man dem jetzt gar nicht gerecht wird. Ich bin schon wieder ganz nervös. Oder dass man das jetzt auch entzaubern kann, weil es gibt ja nun, man kann ja nun auch mit einigem Fug und Recht in der Rückschau nach 20 Jahren sagen, okay, zumindest der erste Teil war so toll nun auch nicht. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Eine der schönen Sachen von Doom ist, dass wir uns nicht groß die Mühe machen müssen zu erklären, worum es in dem Spiel geht, weil wir voraussetzen können, dass eh schon jeder kennt. Und selbst wenn wir uns die Mühe machen wollten, wäre es sehr kurz erledigt, denn halt so viel gibt es nicht zu sagen, um die Handlung zu erklären. Fass doch mal in einem Satz zusammen, wenn du so überschlau bist. Doom ist ein Ego-Shooter. Damit ist das Spielprinzip schon mal geklärt, weil das ja der prototypische Ego-Shooter ist. Man läuft rum und schießt auf Dinge und mehr passiert auch nicht, also fast nicht mehr. Und handlungstechnisch, in der fernen Zukunft ist eine Forschungsstation auf dem Marsmond Phobos eingerichtet. Und da gehen Teleportationsexperimente schief und die Hölle bricht auf die Welt hinein, also Dämonen und so weiter. Und ein einziger Mensch überlebt, ein einziger Space Marine, und der kämpft im Alleingang die Hölle nieder. Das ist die Handlung von Doom. Und das ist auch die komplette Handlung von Doom. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich hatte früher immer gedacht, die Handlung sei, die Hölle ist auf die Erde gefallen, was ja gar nicht so weit weg ist, aber es war noch, stimmt, es war noch irgendwas mit einem Mond. Das war im zweiten Teil, dann kommt die Hölle auf die Erde. Aber im ersten Teil, um ehrlich zu sein, als ich das damals gespielt habe, wusste ich nicht, worum es geht. Also das ist eine Texttafel, die das erklärt. Nee, noch nicht mal. Den Spieleinstieg kriegt man, glaube ich, nur aus dem Handbuch mit. Die Texttafel kommt erst zwischen den Episoden. Und ich hatte keine Ahnung, wo das spielt oder wer da die Leute sind, warum man da drauf schießt. Um das mal in einem Satz zusammenzufassen übrigens, Doom ist ein Ego-Shooter mit Monstern und Geheimtüren. Sagt wer? Sagst du? Ich sag das. Schön, ja. Die Geheimtüren sind nämlich immer unterschätzt. Dabei war das so ein wahnsinnig wichtiger Teil im Spiel. Alle reden immer vom Kämpfen und bla und dann das mit 3D und haben Erinnerungen an irgendwelche Dämonen, die um die Ecke gekommen sind oder so. Aber was man die ganze Zeit gemacht hat in dem Spiel, war das Geheimtüren suchen. Naja. Voll. Ja. Ich konnte eine Zeit lang nicht gut an langen, geraden Wänden lang gehen im realen Leben, weil ich mich immer instinktiv dagegen werfen wollte, um zu gucken, ob da eine Geheimtür ist. Man ist ja nämlich entsinnlich nicht durch gerade Gänge gegangen, wenn da gerade kein Monster ist, sondern man ist immer rechts oder links gegen die Wand gesprungen und dann gab es immer dieses Geräusch, weil man eine Geheimtür gesucht hat. Das ist wohl wahr. Und wenn man es so überlegt, dann ist dieses Geräusch, das du gerade so schön nachgemacht hast, kannst du es nochmal machen? Das ist eigentlich der häufigste Sound, den man in dem Spiel hört, noch vor allen Schreien, Angriffsschreien, Waffensounds und Todesschreien. Genau. Ist das nicht erstaunlich? Und ich finde, das hatte ich in meiner Erinnerung komplett ausgeblendet, bis ich halt jetzt nochmal geschaut habe, wie ich da so wirklich gespielt haben mag. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Das war ganz schlimm. Dieses elende Geheimtüren suchen. Und es gab ja auch eine oder zwei pro Level. Aber warum eigentlich? Warum ist das in einem Spiel, wo es darum geht, Gegner zu erschießen, warum kommst du da ausgerechnet darauf, Geheimtüren zu suchen? Man kriegt ja relativ schnell mit im Spiel, dass es welche gibt. Ich weiß auch nicht mehr wieso, ob man sich das erzählt hat damals oder ob man die einfach gefunden hat. Nee, das wurde ja am Ende jedes Levels hast du eine Auswertung bekommen. Ach genau, da gab es eine Auswertung. Genau. Am Ende jedes Levels gab es eine Auswertung, wie viel man gefunden hat, oder? Genau. Also Secrets, ja. Genau, Secrets, genau. Und dann waren das ja auch noch so richtige Secrets, so mit einem ganzen Stück Level extra und so. Mhm. Und nicht nur so ein kleiner Raum mit einem Waffenpaket. Es gab ja das Internet nicht in dieser Form und so, man konnte das ja auch nicht alles irgendwie nachgucken oder so. Das heißt, man hat sich das irgendwie erschlossen und das hieß halt absuchen. Und es war ja auch nicht so richtig leicht zu erkennen, oder? Man musste ziemlich methodisch durchsuchen. Das kam ein bisschen drauf an, auf die Art des Secrets, weil in jedem Level gab es so, sagen wir mal, zwischen 3 und 8.
Und einige davon waren vergleichsweise offensichtlich. So das Klassische ist die etwas versetzte Wandtextur oder eine Wandtextur, die anders aussieht. Die konntest du entdecken. Dann zum Teil konntest du welche auf der Karte dir erschließen, weil es gab ja eine einblendbare Karte des Levels. Das war so das zweite Drittel. Und das dritte Drittel war schieres Ausprobieren. Großartig. Wir haben das ja auch alles gemacht. Es ist weiterhin ein ikonisches Spiel. Ich will auch nichts hören von Leuten, die sagen, das sei jetzt vielleicht in der Rückschau gar nicht so gut. Wer behauptet denn sowas? Du, eben, vorhin. Nee, da habe ich zum ersten Teil. Ja, aber auch begründet. Aber, um die Spannung noch ein bisschen zu erhöhen, sage ich es jetzt noch nicht, sondern erst später. Der erste Teil ist ja noch so viel besser als der zweite Teil. Oh, Gunnar! Ah! Oh, wir werden noch einiges zu diskutieren haben nachher. Naja, aber noch ein bisschen Allgemeineres. Du sagtest gerade schon, dass das Spiel ist ikonisch. Was macht es denn so ikonisch? Ah. Naja, gut. Also mal abgesehen von den ganzen historischen Tatsachen, wie das erste 3D-Spiel. Stimmt nicht. Das den Namen quasi so verdient hat. Es gibt ja immer das erste von irgendwas. Und dann sagt man, das sei das erste von irgendwas. Und dann schaut man nochmal, dann gab es davor schon ein erstes. Aber das andere erste ist nicht so bekannt geworden. Stimmt. Es geht ja nicht nur um die Idee oder um die erste Umsetzung, sondern es geht ja meistens darum, wie Sachen umgesetzt sind. Ultima Online gilt ja auch weithin als erstes echtes MMO, obwohl es natürlich eine Reihe davor gab. Ja. Ultima Online hat einfach Sachen konsequenter gemacht, so wie auch Doom Sachen einfach konsequenter macht und damit für was Bestimmtes steht. Das ist dieser berühmte Tipping Point, von dem man in den letzten Jahren so viel hört, also dieser Punkt, wo die kritische Masse an Publikum erreicht ist, dass irgendwas zu einem Standard wird oder dass eine Idee sich einprägt. Das ist mit Doom passiert für die Ego-Shooter, obwohl es tatsächlich nicht der erste war. Es war ja noch nicht mal der erste von id Software. Die hatten ja vorher auch schon ein bisschen geübt. Catacomb 3D war ihr erstes 3D-Spiel überhaupt und dann natürlich das berühmt-berüchtigte Wolfenstein. Ja, obwohl natürlich Doom schon ein Quantensprung war noch gegen Wolfenstein. Natürlich, ja, ja. Bei Doom kam halt so viele Sachen zusammen, finde ich. Also das war halt einmal die 3D-Grafik, die wir damals wirklich erstaunlich fanden, das weiß ich noch. Dann war der Vertriebsweg für die damalige Zeit sensationell. Das Spiel gab es ja als Shareware, das hatten wir einfach alle. Mhm. Umsonst die ersten Levels und natürlich haben wir es dann gekauft. Jeder hat es halt gespielt. Erstmal, es war halt komplett im Markt, überall wurde dieses Spiel gespielt. Und dann war es ja Multiplayer-fähig. Wow. Und wie? Ja. Und wie es so oft ist, ja, und hinterher noch modbar und so. Wir wissen ja auch aus neuerer Geschichte, Modbarkeit und Multiplayer-Fähigkeit rocken alles weg. Das ist gut gesagt, ja. Und für diese beiden Phänomene ist Doom in gewisser Weise die Initialzündung. Ist beides noch einzeln zu besprechen, aber bevor wir jetzt auf diese ganzen Sachen eingehen, habe ich einen Anschlag auf dich vor? Ich möchte gerne wissen, wie gut du dein Doom kennst, dein Doom und Doom 2. Und das prüfen wir am ersten mit einem Quiz. Christian. Ja, Gunnar, da musst du jetzt durch. Und da außerdem haben unsere Podcast-Zuhörer dann auch was zum Mitraten. Es ist ganz simpel, ich spiele dir ein paar Samples aus dem Spiel vor. Und du sollst mir sagen, welches Monster das war, das wir da hören. Bereit? Ich bin so begeistert. Ich werte das als bereit. Ein Demon. Sehr gut, genau. Was sind diese Demons für die Leute, die das Spiel nicht kennen? Das sind diese rosa Dämonen, die groß sind und langsam und die mich beißen. Auf mich zurennen, ganz schlimm. Deswegen klingt ja auch ein bisschen wie ein Hund, weil das so wie überdimensionale zweibeinige Hunde sind, ohne Felle. Genau, die konnten immerhin nicht schießen, also gehörten sie zu meinen Lieblingsmonstern. Ich bin ja immer für Monster, die nicht schießen können. Ich hielt die schon immer für mit die schlimmsten Monster in Doom, weil die meistens in Massen auftraten und die liefen immer so zickzack. Dann liefen sie so um dich rum und bissen zu und waren schwer zu treffen und hielten viel aus. Ganz schrecklich. Noch ein Geräusch? Ja, und weiter geht's. Das nächste. Das war ein Imp. Nein. Dann war es ein Former Human. Genau, das waren diese zombifizierten Menschen, die da auf Phobos rumlaufen. Genau, das war jedenfalls das Standardmonster. Das war halt das Geräusch, das einem sich eingebrannt hat, weil man es am häufigsten gehört hat von den Gegnern, finde ich. Zusammen mit vielleicht dem nächsten. Das war ein Frosch. Genau, die berühmten Dämonenfrösche aus der Hölle. Ich habe keine Ahnung. Okay, hörst den nochmal an, vielleicht hilft das. Das ist tatsächlich ein Frosch. Wer könnte denn Froschgeräusche gemacht haben? Du hast es sogar schon gesagt, was das war. Achso, dann war es der Imp. Natürlich, ja.
Imps sind diese braunen Viecher, die ein bisschen vage menschlich aussehen und die dir in Massen die ganze Zeit, gerade am Anfang, vor die Flinte laufen und die mit Feuerbällen werfen. Und die grunzen so die ganze Zeit. Das sind die ersten, die man sieht im Spiel, ne? Man wird ja, mit den Former Humans zusammen. Ja, mit den Humans zusammen, genau. Okay, jetzt werden wir schon ein bisschen größer, was die Monster angeht. Was ist das? Das ist ein Lost Soul. Nee. Oh Mann, ich hätte gedacht, dass wenn du nur einen einzigen Sound von denen erkennst, dann muss es derjenige sein. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, wenn du jetzt nochmal zuhörst, das ist der Todessound von diesem Monster und das sackt in sich zusammen und macht dabei dieses Geräusch. Was ist der Todessound? Das ist ja. Nicht ein Angriffssound, dann ist es ein Karko-Demon. Ja, genau. Ja. Die Karko-Demons waren die fliegenden Augen. Eigentlich waren es fliegende Mäuler, oder? Das waren so fliegende Mäuler mit einem Auge und Hörnchen. Entschuldigung, das ist ein lustiges Wort dabei. und zu Hörnern. Ich glaube, die haben mit großen blauen Bällen geschossen. Genau, und waren selber ein großer roter Ball und haben mit blauen Bällen auf dich geschossen, ja. Okay, noch eine Nummer größer. Das war sehr unangenehm. Ja, stimmt. Das warst du damals als Chefredakteur, wenn du wütend warst. Das ist aber ein sehr unangenehmes Geräusch. Da habe ich irgendwie gleich so ein Gefühl, als wäre das gefährlich. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Monster ist. Im Gegensatz zu den Kuschelsounds, die anderen Monster von sich geben, meinst du? Ich finde, die anderen waren jetzt, aber so schlimm sind die immer alle nicht. Naja, das war jetzt der Angriffssound tatsächlich von diesem Monster gewesen. Warte, wir hören es uns nochmal an. Ich habe keine Ahnung, aber es könnte ein Spectre sein. Nein. Hat der überhaupt ein Geräusch gemacht, der Spectre? Nee. Die unsichtbaren? Die waren unsichtbar und hatten keinen Ton, glaube ich. Und wenn er eins gemacht hätte, dann das von Demon, weil das ja im Prinzip das gleiche Monster war, nur halt unsichtbar. Genau, dann weiß ich es einfach nicht. Also es ist eines der Monster aus dem ersten Teil, nachdem es im ersten Teil überhaupt nur 8 Monstertypen gibt und wir einen Großteil davon schon genannt haben, wäre jetzt die Ratequote, Chance, es richtig zu haben, eigentlich relativ groß, aber ich sag's einfach, das ist ein Baron of Hell. Der Baron of Hell, das sind die großen Zweibeinigen, die größeren Varianten von den Hell Knights. Ja, genau. Die mit so grünen, wabernden Dingern auf dich werfen. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt in den zweiten Teil und da kommen dann meine ganzen Lieblingsmonster. Auf geht's. Ja, der zweite Teil, hm? Das war der zweite Teil, ja. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Monster, die im zweiten Teil dazugekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ein Revenant? Nein, ein Revenant klingt so. Auch sehr unangenehm. Ja, hören wir uns das nochmal an. Das klingt jetzt aber auch gar nicht wie ein Revenant, jetzt wo du sagst. Also wenn man von ausgehen würde, wie es klingt, die Revenants sind ja eher so schlanke Skelettkrieger und da passt dieser spitze Schrei schon ganz gut und das scheint ja eher etwas gurgelnd Fettes zu sein. Gurgelnd Fettes gibt es ja nicht so viel. Ja, also ich bin's nicht. Das Pain Elemental oder den Mankubus. Beides. Okay, 50-50, aber es ist der Mankubus, ja. Ah ja, genau. Und ein letztes noch und das ist tatsächlich dann auch mein Lieblingsmonster aus den ganzen Doom-Spielen. Was ist das? Keine Ahnung. Was könnte denn dein Lieblingsmonster sein, um mich mal so der Frage zu nähern? Das Arachnotron. Wir haben ja schon alle. Nee, aber diese Spider-Demons sind auch cool. Ah, den Sound habe ich auch da. Da finde ich den Todessound super. Der ist in der Tat sehr schön. Aber nein, ich meine dieses Ding hier. Wir haben ja auch schon fast alle Monster genannt. Das könnte allenfalls noch der Archvile sein. Genau. Aber ja, ist das. Ja. Richtig. Du kannst mir sagen, was du willst. Die klingen alle total harmlos. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich finde, dass eine der Sachen, die jedem Doom-Spieler, der damals mit dabei war, besonders im Gedächtnis geblieben sind und die das Spiel auch auf gewisse Weise ikonisch machen, schon diese Archetypen der Monster sind und so wie sie aussehen und so wie sie klingen. Und ich wage zu behaupten, dass die Monstertypen auch, gerade weil es nicht so viele gibt und weil man sie so oft in Folge sieht in dem Spiel, dass die zu denen
Monstern oder zu den Figuren aus Computerspielen gehören, die mit den höchsten Wiedererkennungswert haben dürften. Wie gesagt, auch wieder in Kombination mit dem Sounddesign. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass das Sounddesign mit dazu geführt hat, warum dieses Spiel generell so eine dichte und angsteinflößende Atmosphäre hat. Weil diese Geräusche so eindeutig sind, so klar zugeordnet, so klar zu identifizieren und weil sie auch immer mit so einer Gefahr assoziiert sind. Sobald du so einen Schrei hörst von diesem Viech, zum Teil ohne es zu sehen, weißt du halt schon, okay, gleich gibt's Ärger. Ich habe auch ein ganz schlechtes Audiogedächtnis, also vielleicht ist es bei mir ein bisschen untypischer, aber ich finde schon, man ist heutzutage so viel fettere Sounds gewohnt von Monstern oder aus Spielen und das klingt jetzt schon noch sehr nach 90er Jahre. Aber natürlich, die Sounds waren halt klar zugeordnet. Auch das Kicken der Waffe oder die Aufzuggeräusche, Wahnsinn. Wir können uns das, weil wir hier einen Podcast haben, wo wir keine Videos von dem Spiel zeigen können, aber was wir vorspielen können, ist tatsächlich die Soundatmosphäre und wir können uns mal ein Bild davon machen, wie das klang damals, wenn man Doom gespielt hat. Und um meinen Punkt zu bekräftigen, dass Doom 2 im Prinzip die bessere Soundatmosphäre hatte, gerade weil die Sounds so einzeln voneinander getrennt waren, weil man damals noch nicht in der Lage war, auch technisch nicht in der Lage war, so viele Soundspuren übereinander zu legen. Das waren maximal 8 bei Doom damals. Klingt jetzt nach viel, aber in modernen Spielen hast du ja im Prinzip nach oben offen. Deswegen hattest du auch vergleichsweise spitzen Soundeffekte, die sich dann überlagert haben und die klar zuordnenbar waren. Und ganz anders ist das bei Doom 3, das ja 10 Jahre später rauskam und im Wesentlichen ein Remake des ersten Teils ist. Da tauchen also die gleichen Monstertypen zum großen Teil wieder auf. Die Situation ist ähnlich. Aber das Sounddesign hat sich weiterentwickelt in diesen 10 Jahren. Und auf welche Art und Weise, das können wir uns jetzt mal anhören. So hört sich Doom 3 an. Specialist Wilson, my team is gone. They're all dead. I'm running blind here. What are my orders? Over. Specialist Wilson, this is Sergeant Kelly. Stay sharp. Look for the unknown RP and fortify your position. They'll find you. Und ich finde, dass das von der Atmosphäre her natürlich deutlich dichter ist, weil du diese unterschiedlichen Ebenen von Sounds hast, die da übereinander liegen. Die Atmosphäre-Sounds, diese Hintergrundgeräusche, die Musik und so weiter. Und dann natürlich die Action-Sounds, also im Prinzip diese Feedback-Geräusche, die du brauchst, um effizient spielen zu können. Und das Problem ist ein bisschen, die gehen halt unter. Ich habe große Schwierigkeiten in Doom 3 zu identifizieren, welches der Geräusche jetzt tatsächlich ein Feedback-Geräusch ist von irgendwelchen Monstern, also wo was passiert, was relevant ist für mich als Spieler und welche nur hintergrundrauschend sind und nur Atmosphäregeräusche. Und es ist ganz schön stressig, also physikalisch anstrengend, das auf Dauer auseinanderzuhalten, gerade wenn man in so einem laut aufgedrehten Surround-System sitzt. Das war bei Doom 2 wesentlich einfacher und deswegen auch effizienter. Um nochmal auf die Aufzüge zurückzukommen, die hatten so ein ganz charakteristisches Aufzugsgeräusch. Stimmt. Und das konnte man auch weit hören. Und wir haben früher das Doom halt relativ viele Multiplayer gespielt. Wir kommen sicher noch ein bisschen zum Multiplayer-Teil. Aber wir hatten ja nichts damals und so. Wir haben uns dann angerufen nachts um 3, weil da die Stunde telefonieren nur 2 Mark kostete. Und sonst kostete es halt so 17 Mark oder so, eine Stunde mit irgendjemandem zu telefonieren. Und dann sind wir halt nachts um 3 aufgestanden, um in der Stunde von 3 bis 4 günstig zu telefonieren. Also telefonieren hieß dann halt, sich mit dem Modem gegenseitig anzurufen. Mit einem 9400 Baud Modem, um das nochmal zu sagen. Und dann haben wir halt da Doom gespielt in der Nacht immer. Und hinterher auch im LAN. Und wir kannten halt diese Levels so gut. Mein Freund Niklas würde sagen, wir haben in diesen Levels gewohnt. Und das war dann halt so klar, so mit 3, 4 Leuten, wenn du dann unterwegs warst, im Deathmatch. Und dann hast du das Aufzugsgeräusch gehört. Da kannten wir uns dann so gut aus und das Aufzugsgeräusch war so eindeutig, dass man in der Sekunde loslaufen konnte, um den zu erwischen, wie er aus dem Aufzug kommt. Und wir waren halt dann am Ende so drin und so gut und das war auch alles so klar und man kannte die Level so gut, man wusste, wo man war,
dass halt ganz oft irgendwas passiert ist, wie man kommt irgendwo um eine Ecke und der andere hat schon vor 2 Sekunden geschossen und jetzt läufst du in den Schuss. Wahnsinn. Und ihr habt das im Deathmatch gespielt, nicht kooperativ? Kooperativ auch, aber halt im Deathmatch wesentlich. Das war ja so ein bisschen das ganz Neue. Ja, man muss sich das vor Augen halten, wenn man über Multiplayer redet, dass nicht nur im Prinzip diese ganze Geschichte des Multiplayer-Spielens zum großen Teil auf Doom zurückgeht. Es war nicht das erste Spiel mit dem Multiplayer-Modus, aber das war ein Spiel, in dem Multiplayer so ein integraler Bestandteil des Spiels war. Also wo tatsächlich das Spiel darauf ausgelegt war, von vornherein es auch mit anderen Leuten zusammen oder gegeneinander zu spielen. Und der Netzcode, den id Software damals geschrieben hat, war ausgezeichnet, war schnell und stabil, funktionierte deswegen so wunderbar. Und wie sich das niedergeschlagen hat, zeigt sich auch einfach in den Begrifflichkeiten. Weil Deathmatch zum Beispiel ein Begriff ist, den wir so heutzutage normal im Munde führen, der durch Doom geprägt wurde. Genau wie Frag zum Beispiel für einen Abschuss in einem Shooter ein Begriff ist, der mit Doom geprägt wurde. Und Steal it, Frag. Genau. Die ganzen Begrifflichkeiten kommen ja alle aus der Zeit, ja, tatsächlich. Auch Camper oder sowas, ja. Es ist kein Doom-Begriff, kein spezifischer. Aber diese Grundsteine dafür wurden damals gelegt. Das ist schon spannend, auch so aus einer etymologischen Sicht, wie sich Begriffe dann entwickeln und durchsetzen. Wir haben gerade schon gesagt, Deathmatch, Frag und sowas kommt alles aus Doom. Aber die Bezeichnung für das Genre an sich, was wir heutzutage als Ego-Shooter im Deutschen bezeichnen oder als FPS im Englischen First-Person-Shooter, das hat eine Weile gedauert, bis sich das eingebürgert hatte. In den ersten Jahren wurden solche Spiele einfach nur Doom-Clones genannt. Naja, weil es halt noch kein Genre gab. Genau, es gab nicht genug Spiele, als dass es ein Genre wäre, genau. Ja, und das waren ja auch dann viele von den Spielen, die danach kommen, konnten wir ja auch mit Fug und Recht als Doom-Clones bezeichnen. Das Genre war noch nicht so ausdifferenziert. Heutzutage hast du halt, keine Ahnung, Rage-artige Spiele und Halo-artige Spiele und Half-Life-artige Spiele, die sich alle in Nuancen unterscheiden. Und damals waren halt dann die nächsten Spiele auch alle wie Doom. Weil es erstmal noch gar nichts gab, an dem man sich sozusagen orientieren konnte. Es gab doch eine ganze Firma, war das Monolith, genau. Haben die nicht so 3, 4 Doom-Clones rausgebracht? Ja, die haben mit Blood angefangen, genau. Genau, Blood, das war auch gar nicht schlecht. Ich habe die auch alle gespielt. Ja. Und war da nicht eins im asiatischen Setting? Ja, das war Shadow Warrior. Genau. Das war aber Duke Nukem, das war schon 1997. Das war schon später. Von diesen ersten Shootern, von den ersten relevanten Shootern, stammt ja auch der Großteil entweder selbst aus der Produktion von id Software, also Doom, Doom 2 und Add-ons oder Ableger, oder halt auf Basis der Doom Engine. Raven Software hat ja dann diese Fantasy-Ableger gemacht, Heretic und Hexen. Und was du da in der Zeit an schneller 3D-Grafik hattest, in den ersten 1, 2 Jahren, war im Wesentlichen id Software, was auch wieder ein Zeichen, ein klares Zeichen dafür ist, wie weit die ihrer Zeit voraus waren, was die 3D-Technologie angeht. Naja, es hat ja auch niemand damit experimentiert in dieser Zeit. Ja, es hat sich auch niemand getraut, so ein Spiel zu machen, glaube ich. Naja, also das war ja auch relativ pur und relativ klar und auf eine sehr hardcore Zielgruppe ausgelegt. Ich würde nicht sagen, dass da niemand experimentiert hat mit der 3D-Grafik oder dem Genre. Das ist so diese typische historische Perspektive, wo du im Rückblick sagst, die Zeit war reif. Diese Zeit, Anfang der 90er Jahre, wo dieser Paradigmenwechsel von 2D-Grafik hin zu 3D-Grafik sich angekündigt hat. Und viele haben schon ausprobiert und es waren so die ersten Prototypen und Experimente. Und die Frage war halt nur, wer tatsächlich dann dem zum Durchbruch verhilft. Und das war in diesem Fall Doom. Das war so die Killer-Application für 3D-Grafik und hat dann den Stein ins Rollen gebracht, der ja dann auch nicht mehr aufzuhalten war. Ich glaube, das ist auch so ein Mediending. Die eine Killer-Application, auf die sich alles stürzt, weil man damit irgendwas erklären kann. So wie Rebel Assault für die CD-Technik, was nicht mal das beste Spiel war auf dieser Art. Ja. Was eigentlich ein grauenhaftes Spiel war, muss man so sagen. Ja, und wenn ich damals die CD-Technik demonstrieren wollte, habe ich den Leuten The Seventh Guest gezeigt. Dieses Puzzlespiel mit den Kamerafahrten. Ja, war eins von den beiden Spielen, die man gezeigt hat, wenn man CD demonstrieren wollte, stimmt. Genau, Rebel Assault war schon immer scheiße. Wurscht. Wann war Shadowcaster? Kurz davor, kurz danach? Kurz davor, 1993. Ja. Doom kam auch 93, aber Shadowcaster war kurz davor. Also Shadowcaster war damals auch so beeindruckend auf seine Art, das weiß ich noch, das war eins der wenigen Spiele, das ich im Wesentlichen durch Zuschauen durchgespielt habe. Also ich habe mit meinem Freund Niklas das gespielt und wir haben uns abgewechselt, was sonst normalerweise sicher kurz vor der Prügelei immer geendet ist. So, nein, nicht jetzt ich und ich darf noch mal und jetzt geht er weg. Gib mir die Tastatur. Man hat das übrigens mit der Tastatur gespielt, um doch nochmal zu sagen, nicht mit der Maus. Und das war so abwechslungsreich und auch so schön auf seine Art, mit dieser nebelverhangenen Grafik, diese Gärten, in denen man da rumgelaufen ist, wenn ich mich dunkel entsinne.
da habe ich einfach die Hälfte der Zeit zugeguckt, ohne zu streiten. Ich habe da auch die Hälfte der Zeit zugeguckt im Spiel, obwohl ich es allein gespielt habe. Und zwar deswegen, weil man da ja, man war so ein Gestaltwandler und musste zwischen unterschiedlichen Gestalten hin und her wandeln. Und immer wenn du in dem Kampf stark verwundet wurdest, dann musstest du umstalten in eine andere Figur, die so Regenerationskräfte hatte. Und es dauerte dann halt ein paar Minuten, bis es wieder voll war, der Gesundheitsbalken. Deswegen habe ich im Wesentlichen den größten Teil der Spielzeit mit Warten verbracht. Aber nochmal kurz gefragt, wie kommst du eigentlich auf Shadowcaster? Das ist doch eins der Spiele dieser Zeit, das ich halt intensiv gespielt habe. Ach so, gut. Ich dachte, weil du den Bezug zu id Software herstellen wolltest. Nee, das ist mir zu intellektuell. Das war das mit der Engine und so, das kannst du genau. Schön erzählen. Nee. Ich habe das nur gespielt, danke. Da gibt es jetzt auch nicht viel zu erzählen. Das ist halt ein Prototyp der Doom Engine. Das ist zwischen Wolfenstein und Doom. Hat John Carmack, das Programmierergenie von id Software, eine Zwischenversion geschrieben, hat das an Raven Software lizenziert. Raven Software sind die Leute, die später bekannt geworden sind mit Soldier of Fortune und den Star Trek Voyager Ego-Shootern und zuletzt haben sie Singularity gemacht und die haben dann für Electronic Arts so ein Fantasy-Action-Rollenspiel namens Shadowcaster gemacht. Raven Software ist der Inbegriff der Auftragsprogrammierbude in dieser Industrie. Die haben ewig viele Spiele gemacht, nach vielem, was man aus der Industrie hört, auch immer in okayer Qualität und immer in der richtigen Zeit und so. Und nicht eins war richtig gut. Die waren alle so okayisch okay. Ich fand Soldier of Fortune gar nicht schlecht. Wird nie in der Hall of Fame landen, aber es war eigentlich ein sehr gutes Spiel. Das prototypische Raven Software-Spielgefühl hat sich bei Singularity, was ja erst ein paar Jahre her ist, oder zwei oder so, weil das war ein originelles Setting, an dem Spiel war die ganze Zeit überhaupt nichts falsch, das hat so funktioniert, man war so im Flow, und es war alles so erschreckend offensichtlich an diesem Spiel, die Madpacks lagen da, wo man die Madpacks erwartet hat. Hinter jeder Ecke, die ein bisschen schwer zu erreichen ist, liegt noch ein Schatz. Der Gegner kommt von da, wo er dich am meisten überrascht. All die Grundregeln des Ego-Shooter-Designs sind da angewandt. Du findest dich blind zurecht in den Levels und das überrascht dich nicht ein einziges Mal. Und das fühlt sich so enttäuschend an, das hatte ich, glaube ich, bei fast keinem anderen Spiel, so vorhersagbar und so enttäuschend und so öde dadurch, ohne dass man es greifen kann. Ja, man kann nicht drauf zeigen und sagen, das ist schlecht gemacht oder so. Das ganze Grunddesign ist einfach so unüberraschend. Ja, das stimmt. Die sind halt tatsächlich, wie du schon sagtest, die Auftragsabarbeiter, so ein bisschen die Spießer, wo die Avantgarde vorne weggeht, wie id Software in diesem Fall, kommen dann halt hinterher Firmen wie Raven Software, greifen die Technologie auf und machen es einfach nach. In ordentlicher Qualität, aber nicht umwerfend. Quake 4 zum Beispiel war ja auch von ihnen. Und das ist das Quake-Spiel, über das man nicht viele Worte verlieren muss, weil es halt einfach langweiliger Standardkram ist. Ich glaube, eine der Grundfaszinationen von Doom liegt überhaupt darin, dass das Spiel ja gar nicht so erzählerisch daherkommt und auch gar nicht viel Federlesens macht, sondern dass es halt sehr spielautomatenmäßig daherkommt. Das sagt dir sehr deutlich, hier ist ein Spiel für dich, da geht es um Skill. Und zwar, jetzt kommst du bitte von A nach B, das ist auch immer dieselbe Aufgabe, immer sehr leicht, find hier bitte raus. Und zwar, wir messen schön mit, wie viele Sekunden du dafür gebraucht hast. Und dann weisen wir dich noch lachend drauf hin, höhnisch lachend, wie viel Sneak Secrets du verpasst hast. Das ist ja ein Mechanismus, der Spieler anregt zum Wiederspielen. Und dadurch wird das Spiel viel automatischer oder viel mehr als Spiel begriffen und viel weniger als Gesamterlebnis oder so. Jein, bin ich nicht sicher, ob ich da hundertprozentig zustimme. Wenn du viele Routine mit dem Spiel hast und vor allen Dingen auch in der Sitzung, wo du schon eine Stunde spielst oder sowas, dann kommst du in so einen automatischen Ablauf rein, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr viel nachdenken. Ich spiele das halt jetzt einfach so vor mich hin und weg und runter. Aber eigentlich von seiner Spielmechanik her ist das mehr als nur so eine reine Schießbude. Auch weil es vom Spieldesign her gar nicht darauf ausgelegt ist, dass du da einfach durchrennst, das bremst dich ja immer wieder aus. Zum einen natürlich dadurch, dass es dir Monstermassen vor die Nase setzt, aber zum anderen auch dadurch, dass du ja Schlüssel finden musst, um dann verschlossene Türen aufzusperren, dass es dich durch Labyrinthe schickt oder durch so Schalterrätsel, wo du erst die richtigen Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken musst, damit sich der Weg öffnet. Also es gibt auch Passagen, gerade im zweiten Doom dann, wo ich halt eine Weile nochmal durch das ganze Level renne, um rauszufinden, was ich jetzt eigentlich vergessen habe. Das meinte ich auch nicht. Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Andersrum. Das Spielgefühl ist so, du gehst durch diese total bedrohliche Welt, suchst ständig gegen die Mauern drückend die Geheimtüren. Alles ist schlimm, ja, weil du wirst halt angegriffen und dann kommt wieder ein überraschendes Monster, kommt ein unsichtbares Monster und irgendwas. Am Ende hast du es gerade so geschafft
bist Gott froh, dass da der Ausgang ist. Und dann sagt das Spiel dir, ey Baby, das hätten wir auch in 2 Minuten schaffen können. Geh grad nochmal zurück und mach's richtig. Das reduziert das dann plötzlich so auf den Skill, obwohl du ja eine harte 10 Minuten hinter dir hattest, ja, um diesen Level zu überleben. Ja, aber diese Skill-Komponente ist nicht das Primäre. Das ist dann die sekundäre Herausforderung. Erstmal geht es wirklich nur darum, den Level zu schaffen und herauszufinden, wie es geht. Und dann tatsächlich, wie du richtig sagst, sagt dir das Spiel, hey, geht aber noch besser. Und dann kommt dieser Übungsaspekt rein. Genau, dann sind wir schon in Speedrun-Territory eigentlich. Ja, eigentlich schon, weil man sich auch das bewusst machen muss, dass Doom das Spiel ist, auf das Speedrunning-Phänomen zurückgeht. War das erste Spiel, das die Level so messen? Also das war das erste 3D-Spiel sicherlich oder das erste größere Spiel, das die Levelzeit so mitgemessen hat. Früher gab es das ja häufiger in kleineren Shootern und so. Ja, das gab es in so 2D-Action-Spielen auch schon. Das ist ja so klassischer Highscore-Gedanke, nur halt da in Zeitbasis. Das war jetzt nicht so das Besondere. Also ich finde, das bricht halt so ein bisschen mit diesem 3D-Ding. Shadowcaster wäre es ja im direkten Vergleich oder so, wäre es ja undenkbar gewesen, dass die Levelzeit einblenden. Stimmt. Das Spiel will dir was erzählen, das Spiel will mit dem Setting punkten und so. Und das finde ich halt das, was ich vorhin, glaube ich, meinte. Doom wirft das so ein bisschen über Bord. Natürlich hast du dieses intensive Spielerlebnis und die Überraschung und die Schlüssel und diese ganzen Sachen so. Aber es sagt dir, hey, im Grunde ist das hier ein Skill-Test. Ja? Und jetzt gehst du nochmal zurück, bitte. Und das hat die Leute ja auch angeregt, das dann zu schaffen, so möglichst schnell. Ich habe das auch nie wieder gemacht, ehrlich gesagt, so richtig in Spielen, auf Zeit versucht durchzurennen, um so eine Vorgabe der Programmierer zu schaffen. Aber damals habe ich es natürlich gemacht. Heutzutage finde ich es immer total aufgesetzt. Manchmal sieht man es noch irgendwo. Und damals war es irgendwie, oh, wie schnell? 2:30? Wow. Also bei Mirror's Edge, da gibt es ja tatsächlich Speedruns auch als extra Spielelement und da funktioniert das wunderbar. Genau, da ist es aber auch kurz sagen, im Spiel integriert, so richtig. Ne? Bei manchen Spielen wirkt es halt aufgesetzt, indem sie es nochmal einblenden oder so. Ich finde dieses Speedrunning-Phänomen deswegen bemerkenswert, weil es ganz gut darlegt, dass Doom meiner Meinung nach aus den falschen Gründen verklärt wird heutzutage oder aus den falschen Gründen auf so einen Sockel gehoben wird. Das Spiel gehört auf den Sockel, das ist wegweisend, das ist ein Meilenstein in der Spielegeschichte, aber nicht zwangsläufig deswegen, weil es das Shooter-Genre definiert hätte zum Beispiel. Also alle Elemente, die Doom da zusammenfügt, sind jetzt nicht so revolutionär. Vorher schon 3D-Spiele, es war klar, da hast du eine Waffe, da kommen Leute, du schießt auf die, hatten sie in Wolfenstein alles schon, es war halt nur alles Zauberer ausgeführt, atmosphärische gestaltet, technisch beeindruckender, okay, das war aber eine Iteration, halt eine Evolution, aber das war nicht das Bemerkenswerte. Ich finde, dass Doom viel bemerkenswerter dort ist, wo es wirklich was Neues angestoßen hat, wie zum Beispiel bei Speedrunning, das ist jetzt nur ein Teilphänomen der Spielegeschichte, das ist halt eher so ein Free-Copy, das Speedrunning-Szene heißt, du nimmst dir Spiele, wie zum Beispiel auch die Elder Spieler Morrowind und versuchst, die so schnell wie möglich zu lösen. Und Morrowind zum Beispiel gibt es ein Video, da hat jemand das Spiel in 2 oder 3 Minuten durchgespielt, dieses riesige Rollenspiel. Unter Ausnutzung von Tricks und unter besonders geschicktem Vorgehen und so weiter. Warum hat Doom das ermöglicht? Nicht wegen der Zeiteinblendungen, die waren noch ein zusätzlicher Gedanke, nicht wegen des Spielprinzips, sondern dadurch, dass es die Möglichkeit, wie beiläufig die Möglichkeit angeboten hat, Demos aufzuzeichnen. Also, dass das Spiel sozusagen eine Videokamera mitlaufen lässt und dass du das dann speichern kannst als kleine Demo-Datei. Das sind keine Videos gespeichert, wie wir das heute kennen würden als YouTube-Zeitalter, sondern halt nur die Daten, wie die Wege und Pfade durch das Level sind. Die waren so klein, die konntest du problemlos austauschen. Und das war der Ursprung sozusagen eines YouTube-Gedankens oder dieser E-Sport-Übertragungen, dass du einen kleinen Schnipsel nimmst, tauschst das mit deinen Freunden, kannst es dir dort anschauen und dann versuchen, das zu schlagen. Und das war eigentlich, wie gesagt, ein beiläufiges Element dieses Spiels, nur deswegen aufgenommen, damit im Intro im Hintergrund irgendwas laufen konnte. Und das war der Anstoßstein für ein ganzes Phänomen. Also es war ja nicht mal nach vorne gestellt oder so als Feature auf der Packung oder so. Ich glaube, das haben sie halt für sich gemacht, die Leute von It, die das halt für sich irgendwie brauchten und dann haben sie das Feature halt mit drin gelassen sozusagen für die Spieler. Was da auch mit dazugehört zu diesen meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzten Elementen von Doom, wir haben schon viel über den Multiplayer-Modus gesprochen und Deathmatch und das ist eine der Sachen, wegen denen das Spiel zu Recht gewürdigt gehört. Aber fast noch interessanter ist, dass es einen kooperativen Modus drin hatte.
Das war damals noch nicht so ungewöhnlich. Wir hatten mal so eine Zwischenperiode in den 2000ern, wo Koop total out war. Und mittlerweile hast du es wieder in jedem Spiel. Aber das gab vorher schon mal eine Phase, wo Koop gerade in so 2D-Action-Spielen, Gauntlet und sowas eigentlich ziemlich Standard war. Deswegen war es auch nicht so überragend für id Software zu sagen, okay, wir machen dieses kooperative Spiel als Idee rein, sondern das war eher ein bisschen naheliegend. Aber dass es so perfekt ins Spiel integriert war, dass du konntest es gemeinsam die Levels nochmal durchspielen, aber da lag dann mehr Munition drin, zum Teil andere Monster sind aufgetaucht, dass du dein Spiel speichern konntest jederzeit, um es dann an der Stelle wieder weiterzuführen mit allen Spielern. Diese Perfektion, diese vollkommen integrierte Koop-Gedanke, das fand ich super und finde ich nach wie vor toll. Es ist halt im Herzen ein Multiplayer-Spiel. Ja, und aus dem Multiplayer-Modus raus sozusagen das Solo-Spiel entwickelt. Also id Software ist ja auch so, funktioniert ja auch so. Ich soll übrigens, hat mich ein Kollege aufgefordert, kurz sagen, ob es id oder id Software heißt. Aber ich sage ja schon die ganze Zeit id Software, also wird das wohl richtig sein, weil du nicht widersprochen hast. Nee, es heißt ja auch id Software. Magst du schnell erklären, warum? Also das id steht nicht für id, was ja viele Leute gedacht haben damals. Das haben auch, glaube ich, Kollegen von Spieleredaktionen in den 2000ern oder in den 90ern noch als id Software bezeichnet. Aber das id ist das freudsche Über-Ich. Mhm. Und das heißt halt id auf Latein und das haben sie als Firmennamen genommen. Ich weiß aber nicht wieso. Wenn du da noch eine Anekdote zu hast, bitte gern. Nee, weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Dann müssen wir es wegschneiden jetzt hier. Ach, jetzt wissen wir mal keine Anekdote zu einem Thema, das darf niemand jemals erfahren. Genau, jedenfalls id-Software darf man so sagen und alles andere ist Unsinn. Ja, wo wir schon gerade bei id Software sind, können wir ein bisschen über die Firma reden und über die Leute, die Doom gemacht haben, weil das nämlich auch eine ganz illustre Truppe war und ja in gewisser Weise bis heute ist. Ist es eine illustre Truppe, weil das eine illustre Truppe ist, oder ist das eine illustre Truppe, weil es halt wenige Leute waren und man sie durch Doom jetzt alle kennt? Ja, das ist so ein Henne-Ei und eine Henne-Ei-Frage. Die Programmierer hatten T-Shirts, wo vorne drauf stand Doom und hinten drauf stand Wrote It. Also ich habe es geschrieben. Und damit sind die dann, oder zumindest ein oder zwei, wo die Fälle überliefert sind, sind die halt über Messen gelaufen. Und ich glaube, da haben da ziemlich für Aufsehen gesorgt. Links und rechts sind die Leute auf die Knie gesunken. Ja, glaube ich schon. Also das war ja, also ich meine, ne, in der Zeit, die großartige PC Zone, der englische Zeitschrift, die ja so ein bisschen so einen sehr eigenen Humor hatte, haben wir irgendwann ein Interview mit John Carmack gemacht, wo die beiden Redakteure die ganze Zeit ihn mit Uber-Frackmeister angeredet haben. Und dann haben sie eine doofe Frage gestellt und er hat gesagt, das war aber eine doofe Frage. Und dann haben sie gefragt, ob sie sich den Arm abtrennen sollen. Und das war jetzt natürlich sehr lustig. Und ich glaube, der Carmack fand das nicht so lustig, aber das las ich dann im Interview sehr lustig. Aber das fand man jetzt auch nicht irgendwie besonders komisch, weil halt id aber auch einfach so irre war. Ich glaube schon, dass irre ist ein guter Punkt, dass das auch eine sehr illustre Gruppe von Leuten war, die da zusammengekommen ist. Und ein paar der Leute, deren Namen man extrem gut kennt, kommen halt von id Software. Das ist vor allen Dingen der John Carmack, den du schon erwähnt hast, und dann John Romero, der Designer von Doom sozusagen, Tom Hall. Nee, der ist eigentlich der Designer, wobei das ist schwer auseinanderzuhalten. Oder American McGee auch. Tom Hall war klassischer Game Designer und Adrian Carmack, der mit dem John Carmack nicht verwandt ist, der da aber auch gearbeitet hat, das war der Grafiker. Genau, und da gab es noch Jay Wilbur, aber der hat bloß so Business gemacht, so Zeug. Die kommen ja aus der Shareware-Ecke, wir haben es vorher schon angerissen. id Software hat vorher was komplett anderes gemacht, nämlich die Commander Keen-Serie, die auch die älteren Semester eigentlich noch in guter Erinnerung haben dürften, das ein ganz knuddeliges 2D-Jump'n'Run ist. Ein sehr cooles auch, meiner Meinung nach. Und dann kamen diese Experimente mit der 3D-Grafik und dann eben dieser sehr krasse Sprung zu Wolfenstein 3D, was eine sehr andere Thematik und auch eine sehr andere Atmosphäre hatte. Commander Keen, weil du das sagst, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren hat eine dänische Klamottenfirma ein T-Shirt rausgebracht mit einem Keen-Schriftzug, der nicht dem originalen Commander Keen-Schriftzug ähnelte, wo aber so Keen drauf stand und dann so ein paar Sachen aus dem Spiel, Namen, die dem Spiel nahe kamen, aber nicht so explizit ausgeschrieben, dass ein Copyright verletzt worden wäre. Und die haben es dann einfach so verkauft, ohne dass irgendjemand wusste, glaube ich, von den modebewussten Käufern dieser dänischen Firma, was das bedeutet. Und ich saß in einem Karlsruher Biergarten und wurde bedient von einem Kellner, der so ein T-Shirt anhatte. Und ich so, hey, das ist ja ein Commander Keen T-Shirt. Und er so, hey. Und dann hatte der irgendwie, da habe ich ihn gefragt, was er denkt, was da draufsteht. Und dann stand da irgendwie Commander Keen in
sowieso Galaxy, das ist irgendwie der Name des zweiten Spiels oder so, dritten Spiels, jetzt bin ich wieder sehr unsicher. Und dann dachte der, es hätte irgendwas mit Frankfurt Galaxy zu tun, weil es ja ein Fußballteam gibt, Footballteam gibt. Also der hat sich dann natürlich immer noch weiter in Widersprüche verwickelt, während ich immer insistierende, hallo, Sie müssen doch wissen, wenn Sie sowas anhaben, was das bedeutet. Hast du ihn gezwungen, das T-Shirt auszuziehen und dir auszuhändigen, wie es eigentlich angemessen gewesen wäre? Die ganze Zeit erzählt, wo es herkommt. Das hat ihm sicher auch keinen Spaß gemacht. Ja, und das Erstaunliche ist halt, dass diese Leute, die Commander Keen gemacht haben, ein sehr harmloses Spiel dann auf einmal so eine andere Art von Spielen machen und passt aber doch ganz gut zu den It-Leuten, weil das war schon ein bisschen eine wilde Truppe. Also man erkennt es zum einen so ein bisschen an der Art ihrer Spiele, aber auch an der Ausdrucksweise. Ich meine, diese BFG zum Beispiel, die massive Waffe, die größte Waffe in Doom, die heißt ausgeschrieben Big Fucking Gun und dieser Cheat IDKFA steht für Kick Fucking Ass. Und der Romero war auch damals ein langhaariger Mettler, der mit seinen Kollegen zum Teil Headbanging-Sessions in den Fluren von id Software gemacht hat zu lauter Metal-Musik. Und dann haben sie sich, als sie das erste Geld hatten, haben sie sich alle schnelle Autos gekauft, Ferraris und sowas und sind damit um die Wette gefahren. Und dann gibt's diese legendäre Geschichte dieser Axt-Attacke, wo Romero sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat und die Tür ging nicht mehr auf. Und dann hat er Carmack angerufen, er solle ihn retten. Und dann hat Carmack sich eine Axt gepackt und hat die Tür eingeschlagen damit. Und ja, so muss die Stimmung da damals gewesen sein bei id Software. Die waren nicht unnormal, das waren halt einfach nur Nerds, die halt reich geworden sind. Und dann stoppt man ja mal ein bisschen über und dann sind sie auch Texaner. Obwohl, die haben schon so eine Grundaggressivität als Leute oder als Firma, das stimmt schon. Oder hatten es schon. Ich habe von meinem Treffen mit John Romero erzählt, als wir im Löwenbräu waren. Nee. Der war irgendwie auf Deutschland-Tour mit noch irgendwem anders, also ein Pressesprecher, glaube ich. Damals zu Daikatana-Zeiten, also muss es Iron Storm gewesen sein. Und dann hat der Jörg Langer, unser damaliger Chefredakteur, den ins Löwenbräu eingeladen in München, weil das Amerikaner gerne machen. Und da hat er mich mitgenommen, wegen guter Führung. Und dann saß ich da mit ihm und glaub noch irgendwie dem Verlagsleiter oder so und zwei Typen halt. Und der eine davon war John Romero. Also wir haben erstmal in der Hotellobby gewartet, dass der runterkam. Und dann kamen die so die Treppe runter, es war wie im Film. Und der Romero redet auf den anderen Menschen ein, auf den anderen Amerikaner, und der redet so and then I won, and then I jumped, and then he turned, and I und so, hat dann die ganze Zeit so ein Deathmatch erzählt, mit so Schussgeräuschen. Also als wäre er da alleine, ja, auch in doppelter europäischer Lautstärke. Und ich stand da und dachte, wenn ich ihn nicht erkannt hätte an den langen Haaren, hätte ich es jetzt gewusst, wer das ist. Aber das passt so wunderbar zu dieser Anekdote, die es zur Musik von Doom 2 in diesem Fall gibt. Die stammt von Bobby Prince. Und eines der Stücke in Doom 2 heißt Waiting for Romero to Play. Das ist ein sehr getragenes, ruhiges Stück. Und die Geschichte dahinter hat der Bobby Prince mal erzählt, weil der John Romero immer Deathmatch gespielt hat, schon mit den Prototypen dann von Doom gegen alle Leute bei id Software, war halt der Standard. Und hat das immer laut kommentiert und hat auch zu dem Zeitpunkt, wo es in diesen Prototypen noch keinen Sound gab, wo das noch nicht integriert war, die Soundeffekte dann immer mit dazu gemacht. Und wenn er verloren hat, ist er ausgerastet. Auch da gibt es auf seiner Webseite Bilder dazu von späterer Ironstorm-Zeit, wo er einen Tisch zerlegt hat, weil er mit seiner Tastatur so lange gegen die Tischbeine geschlagen hat, bis das Ding zusammengebrochen ist, weil er in einem Deathmatch verloren hatte. Und weil also die Leute dann auch immer zu id-Zeiten damals sich hinter Romero versammelt haben, einfach nur um ihm zuzuschauen dabei, wie er spielt und wie er das mitkommentiert, und das deswegen dann immer so still war in den Pausen, wo Romero nicht gespielt hat, heißt also dieses Stück Waiting for Romero to Play. Das ist ein bisschen lustig und es passt exakt zu dem, wie sich dieser Mensch mir dargestellt hat. Also wir haben ja dann noch den ganzen Abend miteinander verbracht und also normales Gespräch war schwer möglich. Der war auch sehr flüchtig und immer leicht abgelenkt. Er hat im Wesentlichen über amerikanische Reality-TV-Shows geredet, die ich nicht kannte, was auch total wahnsinnig war. Da habe ich immer versucht, ihn irgendwie auf Themengebiete zu führen, die ich noch so verstand. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen auf Rammstein. Das war dann eine deutsche Musikgruppe, die ja jeder Amerikaner kennt. Ja. Und darauf konnte man sich dann verständigen und darüber konnte man dann so ein bisschen reden. Und ich fand, das hatte alles immer so einen gewalttätigen Unterton so. Also auch diese Reality-Show, die er da beschrieben hat und Rammstein, das ja auch so ein bisschen was Brutales ist, so vom Gefühl her, das war alles irgendwie so, wow, protzig, amerikanisch, groß, laut.
Ich war damals als junger Redakteur sehr beeindruckt. Oh, sehr beeindruckt. Ich habe den Romero nie mit ihm gesprochen, aber ich habe ihn einmal gesehen auf einer Messe. Das war am Stand von Lionhead, glaube ich, damals. Frag mich nicht, warum Romero da auch da war, mit seiner Freundin. Das muss also schon ein bisschen nach der Ironstorm-Zeit gewesen sein. Und die waren da eben auch auf dem Stand und waren umlagert von Leuten und Journalisten. Und also normalerweise, wenn du auf so einer Messe bist, ist es gang und gäbe, dass Designer überall rumlaufen. Ich habe da noch nie jemanden mit einer Eskorte von mehr als ein oder zwei Leuten gesehen. Und John Romero stand wie in einem Scheinwerferkegel im Prinzip, muss man sich das vorstellen. Sodass du also da schon als vorbeilaufender junger Redakteur ehrfürchtig wurdest vor diesem Star-Dasein. Wusstest du eigentlich, dass der mit Brenda Brathwaite zusammen ist? Nee, tatsächlich ist er. Ja, und das bringe ich ja nicht so zusammen irgendwie, weil John Romero ist schon, glaube ich, so, wie wir ihn eben beschrieben haben. Also vielleicht auch nicht wirklich im normalen Leben und das hat er sich nur dargestellt gegenüber Redakteuren. Aber schon irgendwie ein bisschen, also laut und texanisch kann man sich, glaube ich, schon darauf einigen. Und die Brenda, die hat ja Wizardry 8 gemacht. Kommt also aus einer designerisch auf einer ganz anderen Ecke und die hat ja auch dieses Buch geschrieben, Sex in Video Games, mit so Gender-Geschichten und so. Die habe ich überhaupt nicht zusammengebracht und habe das immer für so eine Art Fake gehalten, aber die posten immer gemeinsame Fotos auf Facebook. Ist aber schon ein bisschen sein Typ, glaube ich. Die ist doch blond, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch gut gebaut. Voll gut gebaut, ja. Und das erste Mal, wo mir ihr Name so richtig wo ich immer mit verbinde, ist, dass die Playboy The Mansion gemacht hat. Also dieses etwas schlüpfrige Aufbauspiel. Das stimmt, genau. Aber danach hat sie halt dieses Buch geschrieben, weil sie das so beeindruckt hat. Und sie hat auch irgendwie die Sex Special Interest Group in der IGDA gegründet und so. Also in dieser Vereinigung der Spieleentwickler und so. Ich hatte immer den Eindruck, die hat auch dann unterrichtet an einer Uni und so. Ich hatte immer eher den Eindruck, sie sei sehr akademisch. Ah, die ist so die Erika Berger der Spielebranche, Dr. Summer Team. Ist ein bisschen viel verlangt. Sie ist größer als John Romero, etwa einen halben Kopf, was ich groß anfühle. Aber es sind alle Leute größer als John Romero. Ja, der ist nicht so groß, das ist wahr. Wahrscheinlich auch deswegen dieses ganze Kompensieren. Ja, jetzt haben wir aber auch echt genug über diesen armen Menschen gelästert, den wir kaum kennen. Das war jetzt echt ein bisschen viel. Okay, es ist so. Gunnar, die alte Laberbacke, redet und redet und redet, während ich kaum dazu komme, hier und da mal ein Sätzchen einzuwerfen. Ihr habt es ja gehört. Damit hat er diesen Podcast praktisch im Alleingang weit über die Längenschallmauer von 90 Minuten hinausgeschossen. Und aus Gründen der Hörfreundlichkeit und schneller Verdopplung der Downloadzahlen haben wir uns entschlossen, den Podcast auf zwei Teile aufzuteilen. Der erste Teil endet hier. Man fragt sich zu Recht, geht das jetzt so öde weiter? Fairerweise müssen wir sagen, nein, im zweiten Teil wird erstmal ein Packerl-Niveau aufgerissen. Vielleicht hören wir uns mal einen kurzen Teaser an. Ja, wollen wir noch ein bisschen über Doom sprechen? Also am besten direkt weiterhören. Wir haben noch viele interessante Dinge zu sagen. Also, Gunnar, ich komme ja kaum zu Wort. Hast du den Carmack eigentlich mal kennengelernt? Nie, habe ich nie getroffen in meiner ganzen Zeit nicht. Ich habe ziemlich viele Leute von It kennengelernt, obwohl ich da nie war, weil ich ja in dieser Zeit bei GameStar war, als die große Krise war. Oh ja, erzähl von der großen Krise. Also da musst du mir ein bisschen helfen, ich weiß nicht, ob ich noch alles zusammenkriege, aber es war die große GameStar-It-Krise. Es gab diese eine Veranstaltung, an der vorgespielt wurde von Doom 3. Und dann hatten wir plötzlich, also aus der Sicht von It, ich weiß nicht mehr, wie es aus unserer Sicht genau war, hatte dann jemand von uns mitgefilmt, ohne Erlaubnis, gegen ausdrückliches Verbot und hatte die Screenshots online gestellt, aus dem Video gecaptured. Und dann hat darauf ein Level-Designer oder jemand, Community-Manager hat darauf in einem Forum geschrieben, fucking German Web Journalists oder Foreign Web Journalists und hat sich da sehr aufgeregt und gesagt, wir würden nie wieder irgendwas von denen kriegen. Das ist der öffentliche Teil, das war für jedermann zu lesen, kann man auch heute noch googeln, wenn man GameStar It googelt, aber da gab es auch, also richtig über die offiziellen Kanäle noch Ärger, das weiß ich noch. Und wir wurden, ich habe das ja nur am Rande mitbekommen, weil ich mit It nie so involviert war, wir wurden dann tatsächlich auch boykottiert von denen oder zumindest ziemlich geschnitten ein paar Jahre. Genau, ganze Zeit lang und ich weiß auch nicht mehr, ob wir schuld waren. Ich weiß nur noch damals, als das aufkam, hatte ich das starke Gefühl von, wir sind daran nicht schuld, aber das heißt ja nichts. Vielleicht haben wir es auch als unser gutes Recht angesehen, da einfach mal Sachen zu leaken oder so. Ich weiß noch, dass dann, als ich Chefredakteur war, später, das war ja dann schon 2004, dass ich dann bei It war, um da zu Kreuze zu kriechen.
dann hatte mich nämlich der europäische oder der deutsche Pressesprecher eingepackt, gebärmt, und mich zu Tim Willits gekarrt auf irgendeiner Messe. Und dann musste ich da so ein bisschen gut Wetter machen mit dem Tim Willits. Und musste mir dann nochmal ein paar Sachen anhören, so über Sachen, die schon lange zurücklagen, und haben dann sehr nett geredet und gesagt, hallo, wir sind aber wichtig. Ihr könnt uns jetzt nicht die ganze Zeit boykottieren, wir müssen auch mal eine Exklusivgeschichte kriegen, bitte. Und danach war es, glaube ich, wieder gut. Der Tim Willits ist der Projektleiter von Rage, von dem Shooter, den id Software in den letzten Jahren rausgebracht hat, und ist einer der wichtigen Köpfe bei id Software. Genau, der ist auch schon ewig dabei jetzt mittlerweile. Also nicht von Anfangszeit an, aber jetzt schon eine ganze Weile. Der war da auch alles ganz nett und so, der ist Creative Director der Firma. Ja, der ist super. Also als mein Besuch dann vor, ich glaube, das war sogar Februar 2011, bei id Software war meines Wissens nach das erste Mal in all diesen Jahren, dass jemand von GameStar wieder bei id Software im Studio tatsächlich war. Das ist jetzt zum einen natürlich auch ein bisschen auf diese Eiszeit zurückzuführen, zum anderen auch darauf, dass id Software einfach nicht oft einlädt zu sich ins Studio und das schon ein bisschen ein Privileg ist, dann dort auch rumgeführt zu werden. Es war so eine Gruppe von 8 internationalen Journalisten oder sowas, die auf 2 Tage verteilt dann dort Rage sehen durften und das Studio gehen durften. Und das war die Zeit, wo gerade ein Blizzard in den USA so die Ostküste lahmgelegt hat. Und das trieb also rüber bis nach Texas, war da schon leicht verschneit, und an dem ersten Tag wirft die erste Gruppe von 4 oder 5 Leuten mitten in dieses Studio, da war ich mit dabei, und die zweite Gruppe sollte am zweiten Tag da rein, und am zweiten Tag wurde aber dann alles eingeschneit und deswegen durften die nicht ins Studio, sondern diese Gruppe durfte Rage dann bei Tim Willits zu Hause sehen. Und wow, ich war schon ein bisschen neidisch, weil ich gerne gewusst hätte, wie Tim Willits zu Hause wohnt, aber auf der anderen Seite war es mir dann doch lieber, id Software mal gesehen zu haben. Und wie war's da? Jetzt beschreib mal, wie sieht's denn da aus? Die residieren jetzt in Mesquite, Texas, oder seit langer Zeit schon dort. Das ist so ungefähr eine halbe Autostunde östlich von Dallas in Texas. Und die erste Überraschung ist, dass die in einem total langweiligen Office-Gebäude sind und da steht nirgendwo ein Schild dran. id Software steht nicht am Eingang, steht nicht in der Haupthalle im Foyer, steht nicht im Aufzug. Du musst also wissen, wo du hin musst, sonst findest du das gar nicht und hast keine Ahnung, dass die überhaupt dort sind. Dann geht man also in dieses Studio rein, in diese kleine Vorhalle. Es ist für alles vergleichsweise eng. Die sind da auch über mehrere Stockwerke schon ausgebreitet, weil sie ja, nachdem sie von Bethesda gekauft wurden, nochmal ordentlich Leute eingestellt haben, um für Parallelentwicklungen und parallel an Rage und Doom 4 arbeiten zu können und noch ihren iPhone-Projekten und was auch immer. Und deswegen war das da also alles recht eng und gemütlich. Und 3 Dinge, die einem sofort ins Auge stechen an diesem kleinen Empfangsraum, nämlich zum einen eine große Wand hinter Glas mit Vitrinen, wo unfassbar viel Sammelsurium aus der Zeit von id Software drinsteht. Das sind zum Teil Trophäen, Awards, das sind so Reliquien aus der Entwicklung. Da ist zum Beispiel die Plastikschrotflinte drin, aus der damals die Schrotflinte gemodelt wurde oder gescannt wurde für Doom. Das sind zum Teil die gemodelten Monstermodelle. Die hat der Adrian Carmack alle aus Ton gemacht und dann wurden die abgescannt und die stehen da zum Teil noch mit drin, zum Teil kleine Modelle aus dem Doom-Film und so weiter. Natürlich viele Fotos, asiatische Editionen, Raubkopien etc. Das ist das Erste. Kann man stundenlang anschauen, allein diese Vitrinen. Dann die Empfangstheke. Da drauf ist alles voll mit Bilderrahmen, mit Bildern von den Mitarbeitern von id Software, von privaten Anlässen, also Familienfotos, Hochzeiten, Geburtstage und so weiter, weil das die offensichtlich schon großen Wert drauf legen, dass das halt ein familiäres Unternehmen ist. Und das ist mal, da scheint die Zeit von Romero doch eine ganze Weile zurückliegen, weil ich glaube, das war zu der Zeit noch nicht so mit Familienfotos und alles ganz freundlich. Und das Dritte, was einem dann ins Auge sticht, ist die Dame, die hinter der Theke steht, nämlich die Donna Jackson, die id Mom genannt wird und die so auch in den Credits von Rage zum Beispiel tatsächlich einen eigenen Eintrag hat. Id Mom Donna Jackson, das ist eine, die ist ungefähr 60, also die ist kurz vor der Pensionierung, hat den größten Teil der Geschichte von id mitgemacht, eben als Empfangsdame und als bisschen Mädchen für alles. Und ist füllig und freundlich, hat einen breitesten texanischen Slang, breites Grinsen und die, also möchte dich im Prinzip sofort umarmen, wenn du da reinkommst. Sehr, sehr freundliches Wesen. Und von der erzählte Tim Willits, der überhaupt viel erzählte, wir waren dann auch essen noch mit ihm und so weiter in diesen Tagen, wo ich dort war, der erzählte die sehr, sehr hübsche Geschichte, dass damals, als der Romero und der Carmack und der größte Teil der Führungsschaft bei id Software sich alle ihre Sportwagen angeschafft hatten, da war Donna also auch schon dabei. Und dann sind die auf so einen NASCAR-Rennkurs gegangen, um ihre Autos auszufahren.
Und da kam die Donna auch mit und die hat damals in ihrer Jugend offensichtlich immer an Muscle Cars rumgeschraubt in der Garage ihres Vaters und dachte, dann kann ich auch mal fahren mit den Dingern. Ist eingestiegen, hat einen Burnout hingelegt und hat sie dann alle stehen lassen. Und da wäre ich gerne dabei gewesen, weil den Ausdruck auf den Gesichtern von Romero und Carmack hätte ich dann gerne gesehen. Wie großartig, was für eine schöne Geschichte. Ja, finde ich auch. Die Firma ist übrigens 21 Jahre alt. Fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, weil du von Geschichte und Reliquien sprichst und so. Ja. Die ist im Februar 21 geworden. Das ist schon ein respektables Alter in unserer Branche, wenn man bedenkt, dass der allergrößte Teil von Entwicklerstudios aus dieser Zeit nicht mehr existiert heutzutage. Und wenn, dann eigentlich nur noch in Form von großen Publishern, also Activision, Electronic Arts und sowas. Aber so mittelgroße, mittelständische Unternehmen aus dieser Zeit praktisch keine mehr. Ja, also dass überhaupt Entwicklerstudios ewig bestehen, das ist ja gegen das Prinzip des Entwicklerstudios. Also ein Entwicklerstudio in der klassischen Branche funktioniert ja durch eine Auftragsarbeit. Das heißt, es kriegt einen Auftrag und dann arbeitet es so lange, wie das Geld reicht, und dann kriegt es den nächsten Auftrag. Und das Gesetz der Serie sagt, irgendwann muss es schiefgehen. Ja, irgendwann ist das Spiel ein Flop und dann kriegen sie nicht so viel Tantiemen, Royalties hinterher ausgezahlt. Irgendwann geht der Publisher pleite und zahlt nicht. Was ein paar deutschen Studios passiert ist mit dem großartigen österreichischen Publisher Joe Wood. Oder irgendwann verhauen die sich in der Entwicklung und laufen in eine Sackgasse und dann dauert das Spiel 3 Monate länger und dann gehen sie von sich aus pleite. Also irgendwann erwischt es ja fast jede von diesen Firmen, es sei denn, sie wird irgendwann aufgekauft wie Lionhead von Microsoft oder so. Das stimmt. id Software hat erstaunlich lang als unabhängiger Entwickler durchgehalten, weil wie du sagst, in der Regel schließen sie sich halt irgendwann mal einem Publisher an. Aber bis 2010, glaube ich, war das, wo sie dann von Bethesda gekauft wurden. Ich habe aber das Gefühl, also es ist wirklich nur ein Gefühl, dass es denen nicht so gut geht momentan, id Software. Denn das Rage war ja ewig in der Entwicklung und ist nicht der massive Hit gewesen. Hat gute Wertungen kassiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich so wahnsinnig toll verkauft hat. Und es gingen ja jetzt in den letzten Tagen auch Gerüchte, dass Doom 4 eingestellt wurde. Hört man ja auch immer mal wieder Gerüchte, weil das ja auch schon mehr als 3 Jahre in der Entwicklung. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich so ein bisschen den Schwanengesang jetzt von id Software gerade miterleben, wenn die nicht endlich mal wieder einen Hit haben. Weil wenn wir ehrlich sind, haben die in den letzten 5 bis 8 Jahren, also eigentlich seit Quake 3, naja, Doom 3 vielleicht noch, aber das ist auch schon 7 Jahre her, nichts Vernünftiges mehr produziert. Naja, id ist ja natürlich auch ein Engine-Entwickler. Bethesda hat ja den Laden meines Erachtens auch einfach gekauft wegen der Engine. Das glaube ich nicht. Hat ja sofort die Engine vom Markt genommen. Ja, aber zum einen ist die Tatsache, dass id Software ein Engine-Entwickler ist, wenn du das vergleichst mit Epic Software, die ja auch ein Engine-Entwickler sind mit ihrer Unreal Engine, halt ein ganz anderes Kaliber, weil es gibt grob geschätzt 150 bis 200 Spiele mit der Unreal Engine und Spiele mit der Doom 3 Engine gibt es 5. Die haben nämlich gar nicht so viel lizenziert, ihre Engine. Und 3 von diesen 5 sind eigene Marken. Quake 4, Quake Wars und Wolfenstein. Prey und Brink sind die anderen beiden. Und mit der Original-Doom-Engine gibt es genau 3 wichtigere Spiele, die darauf basieren. Also die entwickeln zwar ihre Engines, aber die machen kein Geschäft damit. Zumindest kein großes. Ich glaube schon, dass es für so ein kleines Haus doch durchaus doch ein Geschäft ist. Und das ganze Epic-Ding läuft halt auf einem anderen Niveau, das ist schon klar. Da ist auch aber auch eine ganz andere personelle Ausstattung hinter. Ja, also wie viele Leute, die im Support für diese Engine haben und so und wie viele Leute da Tutorials schreiben und eine richtige Community haben und so. Ja, weil sie es in ihr Geschäft machen. Also genau. So macht man es halt, wenn man Engines lizenziert und damit Geld macht. Aber das ist ja für id nicht das Hauptgeschäft. id macht halt so ein bisschen, was ihnen Spaß macht. Wir haben ja auch eine deutsche id quasi, nämlich die Crytek, und die ist ja auch so ein bisschen so ähnlich. Die machen halt davon ein bisschen was und dann machen sie halt ihre Engine und machen halt alles sehr so, wie sie das gerade wollen. Man könnte das Engine-Geschäft auch sicherlich noch konsequenter betreiben, aber auch Crytek lebt zu einem nicht unwesentlichen Teil von der Engine. Und obwohl du jetzt auch genauso sagen könntest, ich weiß aber nur 2 Spiele, in der die mal war. Ja, in einem kürzeren Zeitraum natürlich. Aber ja, du hast schon recht, dass auch Crytek das nicht in der Aggressivität betreibt, wie das jetzt an Epic macht. Da ist der Markt vielleicht auch einfach ein bisschen ausgefüllt von Epic. Aber hey, Epic kann sich jetzt tendenziell leisten, auch mal 2, 3 Spiele ins Sand zu setzen, weil das nicht deren Haupteinnahmequelle ist. Wenn eine Firma wie Crytek oder id Software 2 Spiele hintereinander ins Sand setzt, dann sind sie tot. Ja. Also id Software kann es ja argumentieren, ist ja auch tot, weil es nämlich gekauft wurde. Ja, genau, und richtig. Die hatten ja immer versucht, unabhängig zu bleiben. Also insofern ist es vielleicht das Zeichen einer Niederlage gewesen. Dass id Software ein Engine-Entwickler ist, ist insofern richtig und relevant, weil es eigentlich im Kern
ganz, ganz, ganz runtergebrochene Ein-Mann-Firma ist. Die dreht sich nämlich alles dort um den John Carmack. Und es ging auch lange Zeit dieser Spruch, dass jeder bei id Software entbehrlich sei, bis auf Carmack. Also müssen wir doch noch ein bisschen über ihn sprechen, weil er halt schon ein interessanter Charakter ist. Ich habe den, als ich bei id Software war, getroffen und interviewt. Und wir hatten da, wir waren fast den ganzen Tag bei id Software und wurden überall rumgeführt durch alle Studios, Zimmer und so weiter. Und Carmack war nirgendwo zu sehen. Der hatte sich irgendwo eingeschlossen. Der kam nur spezifisch für dieses Interview vor, blieb keine Sekunde länger, als er bleiben musste und ging dann wieder. Und nicht aus Arroganz, sondern weil er halt einfach kein sonderlich sozialer Typ ist. Der gilt tatsächlich als so eine Art Programmiergenie und technisches Genie. Es gibt so alte Fotos von ihm mit riesigen Nickelbrillen, wo er halt also echt wie der prototypische Nerd ausschaut. Inzwischen ist er ein bisschen gediegener. Aber der hat sich zum Beispiel dann, als wir dieses Interview damals hatten, mit ihm dann auch verabschiedet und gesagt, okay, er könne jetzt auch nicht so lange bleiben. Er müsste dann nachher noch in seinen Raketenclub. Und der ist Mitbegründer von einer Firma, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Raketen zu bauen, die in die Erdumlaufbahn fliegen können. Aber sein eigentliches Hobby ist dieser handwerkliche Raketenbau so in der Garage. Im Prinzip, wo sie das dann in so einem Club von Hobbyisten aufsteigen lassen. In diesem Interview war es schon auch ganz interessant zu sehen, wenn du dem eine Frage gestellt hast, dann war die erstens nicht in unter 10 Minuten beantwortet, also er hat dann 10 Minuten am Stück geredet und zweitens ging er auch schon im zweiten Satz auf eine Ebene, auf eine extra Abstraktions- und technische Ebene, wo er sich sicher fühlt und wo er dann über technische Details aus Engine-Entwicklung zum Beispiel gesprochen hat, auch mit Fachbegriffen, wo vollkommen klar gewesen ist, keiner der Anwesenden konnte da noch folgen. Aber das ist halt die Ebene, auf der er sich am sichersten ausdrücken kann und am aufgehobensten fühlt und die wählt er dann. Das finde ich aber auch sehr passend, dass er so ein klassisches, also so ein basteliges Nerd-Hobby hat. Ich finde ja immer, die richtigen Nerds, also wir sind ja bloß mit unserer Computerspielsucht so ein bisschen harmlose Nerds, die richtigen Nerds basteln ja alle noch. Ja, so 3D-Drucker, irgendwelche Roboter. Und der macht das ja auch und der macht es halt so, wie es reiche Leute machen, nämlich mit einer Firma, die Raketen herstellt. Großartig. Armadillo Aerospace heißt die Firma übrigens. Die hat mal einen Preis von der NASA gewonnen, was ich ziemlich cool finde. Die haben doch, glaube ich, auch an diesem Wettbewerb teilgenommen, wer das erste kommerzielle Raumschiff baut, das tatsächlich Tourismus in den nahen Erdorbit möglich machen könnte. Das kann sein. Also die haben halt irgendwie richtig Geld von der NASA gekriegt für irgendwelche Projekte. Aber ich glaube, das ist ja, da ist doch noch irgendwer Mitglied in diesem Club. Ist da nicht irgendwie noch Paul Allen oder irgendjemand von Microsoft noch Mitglied? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Jedenfalls, das ist irgendwie so ein Promi-Ding von ganz reichen Leuten und so. Mhm. Ja, wollen wir noch ein bisschen über Doom sprechen? Ja, wir müssen noch, ach, wir haben ja noch so viel über Doom zu sprechen. Zum Beispiel wollte ich ja noch erklären, warum der erste Teil doof ist. Ja, bitte. Also eigentlich lässt sich's in einem Satz zusammenfassen, nämlich der erste Teil ist eigentlich ein doofes Spiel. Punkt. Aber da lass es mich noch ein bisschen mehr ausführen. Der erste Teil ist ein eminent langweiliges Spiel. Wenn du es heute spielst, kannst du das eigentlich nicht mehr als eine halbe Stunde am Stück spielen oder eine Stunde und dann wird dein Hirn zu Grütze, weil es so repetitiv ist und so unerträglich immer wieder das Gleiche. Und das lebte damals unfassbar von dieser Faszination des Neuen. Natürlich auch ein bisschen von der Atmosphäre und diesem Gruseligen, ja, wo mag jetzt das nächste Monster auftauchen. Aber eigentlich halt wurdest du lange Zeit getragen von diesem Wow, technisch beeindruckend, brillant. Und das kann mir keiner erzählen, dass Doom spielerisch toll ist. Das funktioniert zwar sehr effizient, aber wie gesagt, halt 5 oder 10 Minuten lang oder eine halbe Stunde lang und dann bist du dessen so überdrüssig, weil es keine neuen Reize gibt. Und dann käme halt hinzu, okay, dann müsste es dir wenigstens immer neue Sachen geben, also neue Waffen und neue Gegner. Und tatsächlich ist es aber so, dass das ganze Spiel 8 Gegner enthält und 2 Bosse, also 10 insgesamt, für 3 Episoden, die insgesamt 10 Stunden dauern oder sowas, bis man sie durchgespielt hat. Und das noch viel Schlimmere ist, dass wenn man die Shareware-Version, also diese erste von 3 Episoden gespielt hat, dann kennt man bereits 7 dieser 8 Standardgegner und 6 von den 8 Waffen. Das heißt, in diesen ganzen weiteren 8 Stunden, die du dann noch spielst, oder 7, 8 Stunden, kommen noch 1 Gegner und 2 Waffen hinzu. Das ist alles an Neuigkeiten und sonst heißt es nur Variationen des schon Gesehenen. Das ist unerträglich. Auf diesem Niveau diskutiere ich nicht. Dann bringen wir es runter auf dein Niveau. Ach, Christian, das ist doch totaler Unsinn. Aber wie kann man denn so Unsinn? Das ist halt ein Skillspiel, dann macht man es halt nochmal besser. Und ich finde, der zweite Teil hat dem viel zu wenig hinzugefügt. Nee. War mit dem ersten Teil so glücklich und dann kam der zweite Teil mit
blöderen Monstern und die man auch nicht gebraucht hat und so. Und ich fand, das Spielgefühl von Doom ist so klar und so gekapselt. Und da haben diese Riesenmonster da, die im zweiten Teil teilweise vorkamen, eher abgelenkt. Das hat mich gar nicht weitergebracht. Ich habe damit überhaupt nichts anfangen können, das ist alles doof. Und du hast Unrecht, wie schon bei in der Civilization-Phase. Das sehe ich komplett anders. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, der zweite hat inhaltlich nicht so viel hinzugefügt. Ja, das war im Wesentlichen eine poliertere Variante des ersten Teils. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, eigentlich musst du nur den zweiten spielen und den ersten. Es gibt keinen Grund, warum man heutzutage den ersten nochmal spielen sollte. Weil der zweite eigentlich das gleiche Spiel ist. Sind ja auch die gleichen Gegner zum größten Teil. Die gleichen Waffen sowieso. Aber halt viel besser. Also der erste war so ihre Fingerübung und dann kam der zweite Teil und da war alles richtig. Und gerade eben auch durch diese neuen Monster, das ist mir unbegreiflich, wie du die platziert finden kannst, weil ich der Meinung bin, dass diese neuen Monster zum größten Teil die besten Monster sind bis heute, die man in Shootern gesehen hat. Durch ihre intelligente Spielmechanik. Weil im Prinzip waren alle Gegner des ersten Teils nur Varianten von entweder läuft er auf mich zu und greift an oder er schießt in der direkten Linie auf mich. Fertig, aus. Und manche haben halt ein bisschen mehr ausgehalten und manche ein bisschen weniger. Und im zweiten Teil kamen nicht viele neue Monster hinzu, aber jedes von diesen neuen Monstern hat eine andere Taktik. Und ich finde diesen Archwall, von dem ich vorher schon mal gesagt habe, als wir den Sound angehört haben, dass mein Lieblingsmonster ist, eines, wenn nicht das beste Monster der Spielegeschichte, gerade im Shooter-Kontext, weil der das Spielprinzip bricht. Du musst ja immer auf die Leute ein bisschen ausweichen, links und rechts, aber im Wesentlichen immer auf sie draufhalten, sie im Blick behalten und dann abschießen. Und wenn dieser Archwall seinen Angriff gestartet hat, der konnte dich in Brand setzen, ohne dass er irgendwas auf dich geschossen hat. Du fingst an zu brennen und dann musstest du so schnell wie möglich irgendein Hindernis zwischen dich und ihn bringen, damit du gerettet wurdest, weil sonst hat er dich auch mit einem tollen Effekt so durchs Level geworfen im Prinzip. Branntest und wurdest weggeschleudert, wie von einer Explosion. Und nebenbei hat er auch noch gefallene Feinde wieder auferstehen lassen, was ihn besonders fies gemacht hat. Aber die Tatsache, dass du also im Prinzip da ein Monster hast, bei dem du im geeigneten Moment den Kontakt unterbrechen musst, um es dann wiederzufinden, war vollkommen neu, hat man vorher noch nicht gesehen und sieht man auch heute nicht oft in Spielen. Und der, um das noch kurz zu sagen, der Mancubus zum Beispiel, den wir vorher auch schon mal hatten, der hat natürlich auch auf dich gefeuert, aber auch wieder in so einem Bruch des Gelernten, der feuert zwei Schüsse auf dich, nämlich einen direkt auf dich und einen seitlich versetzt. Und du hast die ganze Zeit stundenlang vorher immer das Straven nach links und rechts gelernt, also ausweichenden Schüssen. Und wenn du das bei dem Gegner machst, läufst du direkt in seinen zweiten Feuerball rein. Das heißt, auf einmal bist du gezwungen, deine Taktik anzupassen. Und das, finde ich, ist cleveres Gegnerdesign. Das ist in der Tat clever. Der Mancubus gehört auch zu meinen Lieblingsmonstern. Ich kann mich an den Archwall nur noch so dunkel erinnern und ich denke ja immer, ich vertraue meinem Erinnerungsvermögen ja so mittel und ich denke immer, wenn ich mich nicht erinnern kann, wird es schon so toll nicht gewesen sein. Der Mancubus ist natürlich super, auch vom Design her super. Der sieht auch total cool aus. Ich hatte übrigens viele, viele Jahre lang, bis heute übrigens, eine Mancubus-Miniatur auf meinem Schreibtisch stehen. Diese Zinn-Miniatur? Die Zinn-Miniatur. Die habe ich auch. Die hast du auch, genau. Meine ist bemalt von Hand, von meinem damaligen Freund Hugo, der mir die sozusagen zum Abschied aus der Heimat geschenkt hat, als ich das Abenteuer GameStar angetreten habe. Okay. Und die ist jetzt schon ein bisschen, da ist dann die Farbe abgeplatzt an irgendwelchen Stellen und so. Und ich habe dann nach 1, 2 bis 3 Jahren bei GameStar irgendwann aufgegeben, die Leute darauf hinzuweisen, wie man eine Zinnminiatur berührt. Nein, man fasst sie nicht am Kopf an, sondern in der Basis. Aber die hat mich die ganze Zeit, also meine ganze Berufszeit begleitet, bis heute. Sehr schön. Meine ist unangemalt und steht neben den einzigen anderen Zinnfiguren, die ich habe, nämlich ein Marine aus StarCraft und noch irgendwie 1, 2 anderen StarCraft-Zinnfiguren. Ja, aber du hast ja auch nicht diese innige Beziehung zu Zinnminiaturen, die ich habe. Nee, und auch nicht zu StarCraft. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich die aufgehoben habe. Du hast keine Beziehung zu StarCraft? Nee. Was ist das beste Spiel der Welt und so? Nee, das ist mein Civilization StarCraft. Da können wir eigentlich mal eine Doppelfolge machen. Das ist auch so super, das Starker. Ja, aber zu Starker müssen wir überhaupt noch eine Folge machen bei Gelegenheit. Ja. Weil, boah, habe ich da viel zu erzählen zum Spiel. Ich nicht, aber ist okay. Nein, die ganze Geschichte in der GameStar, was da damals passiert ist, das weiß ich nämlich noch alles ganz genau, wie der Test lief und so. Ja, du kannst deine Komplettlösung vorlesen dann am Stück. Genau, ich kann stundenlang auf den nächsten Plan, wie das fast eine schlechtere Wertung gekriegt hätte, Ducking Rush gegen New York erfunden hatte und so. Ah, das erzählen wir nochmal irgendwann. Ja, wir können eigentlich nicht über Doom reden in einem Podcast, ohne nicht zumindest noch auf die Kontroverse einzugehen, die Doom ja auch losgetreten hat. Die Kontroverse, bitte? Naja, die Gewalt, die Hölle, der Satanismus, der alles Böse.
Ach so, ja. War das nicht einfach nur das eine Spiel, auf das es nun dann gebündelt werden musste und danach kam das nächste Spiel? Die haben es ja auch mit Absicht gemacht. Ja. Ja, dieses ganze Thema mit der Hölle und so, das ist ja auch mit ab, das ist ja denen alles so wurscht gewesen. Die haben irgendwann sogar ein Update von dem Spiel gemacht. Dann gab es halt die Version 1.666. Weil es denen halt so wurscht ist, oder? Naja, das war halt so eine ironische Provokation. Ich glaube, das war absichtlich provokant gemeint. Ja, das glaube ich auch, natürlich. Ohne wirklich ernsthaft, also ich will jetzt keinem bei id Software unterstellen, dass sie Satanisten sind. Also das war schon mit einem Augenzwinkern immer, aber halt ein bisschen College-Humor schon damals. Ja, es war jedenfalls ein größeres Problem für viele Leute, dieses Spiel. In Deutschland kam es ja auch nicht so wahnsinnig gut an und so, in Behörden. Das muss man schon erzählen, weil das ist ein bisschen, dann nur zu sagen, das kam nicht so gut an oder war ein bisschen kontrovers, wird dem Ganzen nicht gerecht, weil das zum einen schon damals in den 90ern ging das los mit diesen Senatsanhörungen in den USA und Debatten über gewalttätige Videospiele und Verbotsdebatten und sowas. Und da war Doom natürlich immer eins der großen Beispiele. Und zum anderen gibt es ja natürlich dieses sehr, sehr düstere Ereignis auch in der Geschichte der Videospieler, den Amoklauf in der Columbine High School 99, ja. Das in sehr starkem Zusammenhang mit Doom steht, weil einer dieser Attentäter, der Eric Harris, ein passionierter Doom-Spieler war, der auch kein Hehl draus gemacht hat und dann auch immer Vergleiche zu Doom gezogen hat, auch im Zusammenhang mit dem Attentat. Es gibt ja so vorher so Videos, wo er im Prinzip die Tat vorwegnimmt oder ankündigt und dann halt sagt, das wird so sein wie in Doom. Und das war halt damals ein gefundenes Fressen für die Leute, denen Computerspiele und gerade Shooter als Werkzeug des Teufels galten. Gut, das war natürlich viel, viel später, ne? Ja, 5 Jahre später. 6 Jahre später, genau. Also da gab es dann schon die ganzen anderen Sachen auch noch. Ja, ja, klar, ja. Aber Quake und Duke Nukem und solche Sachen. Gut, Quake hat ja nicht so viel zur Entlastung der Firma 8 beizutragen dann, aber grundsätzlich bei Columbine standen ja die Ego-Shooter insgesamt so stark unter Beschuss. Und Doom halt noch ein bisschen besonders, weil das als explizit erwähnt hat. Ja. Und dann, das war ja auch eine Shotgun, ne? Also die ikonische Doom-Waffe. Richtig. Und er hatte auch Doom-Levels gebaut und er hatte halt wirklich eine starke Beziehung zu dem Spiel. In Deutschland, wir hatten ja unser Columbine dann mit Erfurt 2003. Das war dann so das schockierende Ereignis, das die öffentliche Wahrnehmung dann auch gedreht hat und wo dann der Jugendschutz verschärft wurde. Die Indizierungen gab es ja schon lange vorher. Die BPJM gibt es irgendwie seit... Oder nimmt sich Videospielen auch seit 84 oder 85 oder sowas an. Und Doom wurde dann 94 vergleichsweise schnell auch tatsächlich indiziert und die Nachfolger sowieso. Ich kann ja mal, wenn du willst, kurz ein paar Sätze aus dieser Indizierungsbegründung vorlesen von 1994. Oh, immer gerne. Da heißt es, ein erfolgreiches Durchspielen wird einzig durch die Liquidation zahlloser Gegner gewährleistet. Die Tötungshandlung wird mit blutig zerfetzten gegnerischen Körpern aufwendig dargestellt und akustisch untermalt, in Klammern Geräusch der Waffe, Komma Todesschreie. Das Spiel setzt mit seiner spekulativen, effektheischenden Aufbereitung blutiger Metzelszenen im Wesentlichen auf ein beim potenziellen Nutzer vermutetes voyeuristisches bzw. sadistisches Interesse. Wie man sich das damals vorgestellt hat, oder? Das musste dann gleich Voyeurismus oder Sadismus sein. Das geht nicht, als es einfach ein Canvas ist für eine Mechanik. Ich hatte ja das Privileg, dass ich Mitte letzten Jahres an einer Sitzung der BPJM teilnehmen durfte, also in der Sitzung dieses Zwölfergremiums, die darüber entscheiden, ob Spiele indiziert werden oder nicht. Und zu diesem Zeitpunkt wurde diskutiert, ob Doom vom Index gestrichen werden soll oder nicht, auf Antrag von Bethesda. Und ich war da mit dabei und konnte dann also auch miterleben, wie dieses Zwölfergremium, das muss man sich vorstellen, als alles distinguierte Leute, so jenseits der 50, viele mit grauen Schläfen, gut gemischt zwischen Männern und Frauen, wie die sich das Spiel dann vorspielen lassen. Sie spielen es nicht selbst, sondern sie sehen das im Prinzip wie ein Film und vorausgesetzt wird, dass sie dann also auch sich einfühlen können in den Spieler, ohne selber Spieler zu sein. Sie sind ja da nur Zuschauer eines Films. Und dementsprechend nehmen sie also auch das, was da präsentiert wird auf dem Bildschirm, die Optik, viel stärker wahr und schlägt viel stärker zu Buche als das eigentliche Spielen, das die Spielhandlung, der Skill, den du brauchst, die Entscheidungsfindung, die Reaktionen und so weiter. Also das, was im Kopf des Spielers eigentlich dominant ist. Und das war so interessant nachzuvollziehen, schon bei dem Start des Spiels, beim Startmenü, als man den Schwierigkeitsgrade einstellte, dann ging da ein Raunen durch die Gruppe, weil da einige von den Schwierigkeitsgraden heißen Hurt Me Plenty und Ultra Violence als der vierte Schwierigkeitsgrad. Wo also bei einigen Leuten dann im Prinzip schon so die mental eine Klappe aufging, oh, brutales Spiel.
Und faszinierend fand ich auch zu sehen, dass bei diesem Vortrag, das wurde also vorgespielt von einem Mitglied der BPJM, da hatten irgendwelche technischen Probleme bei der Emulation und die Sounds waren so leise. Und die Leute wünschten sich also explizit, dass die Sounds da auch lauter seien, damit sie was hören könnten, weil diese Soundkulisse und diese Todesschreie der Leute, dieses ständige Schreien, wenn die getroffen werden oder umfallen, einen extrem starken Eindruck auf dieses Plenum gemacht hat und die das also als ein wichtiges Beurteilungselement auch wahrgenommen haben, dass man ständig konfrontiert wird mit diesem deutlichen Feedback von Leid in dem Spiel. Was du als Spieler ja einfach nur als Feedback dafür nimmst, ob du getroffen hast oder nicht, also als eher ein technisches Element. Und da wird es aber halt komplett interpretiert dann als Darstellung von Leid und Schmerz. Naja, das ist ja das übliche, Spiele beurteilen ohne zu spielen, ist halt, das ist nicht vorstellbar für Leute. Ja, ich habe ja meine Kontroversen immer gehabt mit der Schwester von dem Professor Dr. Pfeiffer, die ja auch Spieleexpertin war, ohne zu spielen und so, die das halt völlig normal findet, sich die Sachen einfach nur anzugucken und sich das dann erklären zu lassen von Spielern. Und ich glaube, man kann, wenn man die Mechanik nicht dazu hat, ist das einfach ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen. Und die Leute rezensieren das ja wie einen Film. Genau. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich anmaßend gegenüber einem Medium. Aber gut. Naja, aber wie gesagt, seit letztem Jahr ist Doom 1 und 2 wieder vom Index gestrichen. Das hat mich übrigens auch ein bisschen geärgert. Aus unserer eigenen Branche, also die Spieletester und Spielejournalisten, die eigentlich informiert sein sollten über sowas Grundlegendes wie Indizierung, dass dann da so ein Aufatmen kam und ein, ach, endlich dürfen wir wieder den Namen Doom aussprechen oder endlich dürfen wir das Spiel wieder erwähnen. Das ist einfach ein Nichtverständnis von Indizierung, weil du seit jeher immer über Doom reden konntest. Du durftest es halt nur nicht verkaufen an Minderjährige. Und du durftest es vor allem auch die ganze Zeit schon spielen, weil dann auch viele Leute gesagt haben, endlich dürfen wir Doom wieder spielen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Du darfst Doom jederzeit spielen. Es darf halt nicht verkauft werden. Das ist das Problem. Nee. Mit der Indizierung kommt das Werbeverbot. Ja, das Werbeverbot. Also es gilt im Speziellen. Das, was man theoretisch auch Fachzeitschriften ausdehnen konnte. Also ich weiß noch, wir haben ja mal eine Hitliste gemacht von den 100 wichtigsten Spielen bei der GameStar und Doom war irgendwie auf 3 oder so. Dann haben wir in der letzten Minute noch geschwärzt. Ja. Das war schon auch aus einer Panik heraus und ohne eine konkrete rechtliche Handhabe. Aber man hätte uns ja auslegen können, eine hohe Platzierung ist halt eine Werbung für das Spiel. Genau wie man uns ja auch nun explizit auch zumindest mal vorgeworfen hat, ohne dass es jetzt irgendwie gerichtlich war, dass ein positiver Test eine Werbung für ein Spiel darstellt. Oder eine B-Werbung in irgendeiner Form. Das ist ja das, wovor Spielejournalisten immer so Angst haben. Und deswegen sind die ja so ein bisschen mit der Schere im Kopf unterwegs gewesen. Das kannst du ihnen jetzt nicht vorwerfen. Nee, okay, ich ziehe das auch zurück, dass mit der Tatsache, dass man Doom nicht aussprechen darf, wenn du es in diesem Kontext bringst, denn von Artikeln, dann ist es richtig. Aber ich habe auch häufig aus unseren Reihen gehört und gelesen, endlich darf man das Spiel wieder spielen. Und das ist halt einfach falsch. Also spielen durftest du es schon immer. Ja, und es haben natürlich auch einige lustige Zeitschriften dann in irgendwelchen historischen Absätzen irgendwie Boom geschrieben oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch totaler Humbug. Wobei, da haben sich die Zeichen der Zeit schon ein bisschen gewandelt. Bei Games, da haben wir in den letzten Jahren auch indizierte Spiele ganz normal behandelt. Wir hatten ja eine Titelstory zu Duke Nukem Forever und da gab es einen großen Abriss über die Geschichte der Duke Nukem-Spiele und das war voll von Screenshots und Namensnennungen. Und das war ein Risiko, dass wir dann da einfach bereit waren einzugehen, weil wir zu Recht der Meinung waren, erstens Pressefreiheit und zweitens interessiert einfach keinen mehr heutzutage. Weil ihr es nämlich endlich gelernt hatte. Das haben wir ja mit der GamePro angefangen. Als ich bei der GamePro war, die GameStar war ja immer mit solchen Sachen immer traditionell sehr, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig, ja. Man nannte sie ja auch die katholische Kirche der Spielehefte. Und ich war ja dann bei der GamePro 2002 bis 2004 und da sind wir relativ schnell an alle Grenzen gegangen, die wir gehen konnten. Hauptsächlich, um Mortal Kombat ins Heft zu kriegen, wo es dann neue Auflagen von gab. Und da hat man eine Mortal Kombat, ich weiß nicht, ob es mal eine Titelgeschichte war, und wir hatten sogar eine aufstellbare Mortal Kombat Pappfigur dem Heft beilegen. Und dann haben wir auch gleich einen historischen Abriss dazu gemacht und so. Und da habe ich Ewigkeiten mit der Anwältin gesessen und bin diesen Artikel durchgegangen, ob das noch so geht und so. Aber wir wollten es halt unbedingt machen und ich weiß noch, dass uns aus den Reihen der GameStar abgeraten wurde damals. Aber wir waren ja so cool und Indie bei der GamePro. Ihr wart die Wegbereiter, ihr wart die Avantgarde. Ihr wart die It-Software der deutschen Spielehefte, in gewisser Weise. Nein, leider nicht. Genau, ja, Doom 2 war auch super. Ich bin bereit, das zuzugeben. Wir müssen übrigens noch über den Endgegner von Doom 2 reden, auch deswegen, weil das eine Gelegenheit ist, nochmal ein Soundsample einzuspielen. Weil wir hatten ja schon vor 2 oder 3 Podcasts bei Ultima ein
Soundsample, das umgedreht abgespielt wurde. Und genau das gleiche gibt es in Doom 2 auch, in dem letzten Level, Icon of Sin. Wenn du da dem finalen Boss in der Hölle gegenübertrittst, dann spielt der auch ein umgedrehtes Sample und das hört sich so an. Und wenn man das dann wieder umdreht, wozu wir technisch problemlos in der Lage sind heutzutage, dann hört man da das Spiel Folgendes sagen. To win the game, you must kill me, John Romero. Und das ist schon interessant, weil tatsächlich die ganze Spielebene nochmal gebrochen wird und du im Prinzip dann nicht nur gegen einen virtuellen Boss kämpfst, sondern gegen die Macher des Spiels persönlich, gegen John Romero. Das sind solche Angeber. Mein Herr. Das kannst du im Spiel eigentlich nicht sehen, aber wenn du cheatest und No-Clipping einschaltest und kriechst in diese kleine Nische, dieser Hauptendgegner ist nicht so, wie man heutzutage sich nur so einen 3D-modellierten Endgegner vorstellt, sondern der ist einfach ein großes Bildnis an der Wand. Was eine Wand im Prinzip, auf die du schießt, wo halt so ein Gesicht drauf ist. Und da ist eine kleine Nische im Kopf, wo das Gehirn wäre und da muss man reinschießen oder draufschießen mit Raketen. Und wenn man da also reinkriecht mit einem Cheat, dann sieht man da drin den Kopf von John Romero, den abgetrennten Kopf auf einem Pfahl stecken. Du musst also tatsächlich das, was das Spiel sagt, auch tun. Du musst John Romero umbringen, um das Spiel zu gewinnen. College-Humor. Voll. Sehr lustig. Das wurde übrigens in Deutschland vertrieben von CDV, die Firma, die es heute nicht mehr gibt. CD-Vertrieb hieß das, CDV. Und die hatten damals einen Laden in Göttingen. Echt? Ja, und zwar hatte einer, irgend so ein Typ von CDV, so ein, ich glaube so ein Vertriebler oder so, hatte halt einen Laden, halb privat und halb von CDV. Und da haben die halt alle möglichen Spiele verkauft, aber halt auch die CDV-Spiele. Mhm. Und ich habe zu der Zeit bei der Konkurrenz gearbeitet, bei der Firma Vico, was so viel heißt wie Video- und Computerspiele, total intelligenter Name, also als Student, und habe da hinter der Theke Spiele verkauft. Und dann konnten wir bei der Firma CDV Doom nicht bestellen. Doom 2 war das damals, weil die das in ihrem eigenen Laden nur verkaufen wollten. Oh, krass. Ja, ja, dann cool. Hatten die das da exklusiv und so. Das war, hatten wir einen harten Kampf mit der Firma CDV um das Terrain von Göttingen. Den Nabel der Spielewelt in Deutschland offensichtlich. Ja, das war einiges. Da haben die mit ihrem Laden irgendwie ein Jahr durchgehalten oder so. Und dann waren sie pleite, weil wir natürlich das der viel bessere Laden waren und ich immer so großartig bedient habe und meine Kollegen. Und dann ist dieser Typ wieder zurückgegangen zu CDV, der Ladenbesitzer, und dann habe ich den hinterher auf der Branchenparty wieder getroffen. Und ich wusste noch, dass wir ihn damals in Göttingen Brötchen genannt haben, wegen seines Mittelscheitels. Ach, großartig. Sehr gut. Ich muss immer grinsen, wenn ich die Schachtel von Doom 2 aus dem Regal ziehe, die deutsche Version von CDV, weil die nämlich da damals draufgedruckt haben, eine gelbe Fläche mit diesem Hinweis, Achtung, dieses Spiel sollte wegen der nervenaufreibenden Spielhandlung nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben werden. Und das gefällt mir wegen diesem naiven Verwendung des Begriffs Spielhandlung, weil eigentlich die Handlung von Doom 2 ja nun alles andere als nervenaufreibend ist. Sondern die meinten halt eher Spielablauf oder wie man das heute sagen würde. Aber es gab ja noch keine USK-Siegel damals, deswegen eben auch dieser freiwillige Aufdruck. Das ist ja ganz clever. Wo du schon die Pocken erwähnst, ich finde das Doom-Logo heute noch großartig. Dieses technische... Ja, dieses 3D-Heavy-Metal-artige Logo. Ja, ja. Also es könnte heute noch jede Metal-Platte zieren und so. Und das steht so stark für dieses... Und ist auch so oft kopiert worden. Und wenn du jetzt ein anderes Wort hinschreibst, keine Ahnung, in diesem Schriftzug, Doom oder Mam oder sonst irgendwas, dann erkennt man das sofort wieder. Das ist wahr. Allein der Begriff ist halt auch so ikonisch. Doom. Das ist so eingängig, das bleibt im Kopf hängen. Und da kann man hübsch in dem Zusammenhang die Geschichte von einem der Cheatcodes von Doom erzählen. Ich hatte lange Zeit ein T-Shirt, auf dem IDDQD aufgedruckt war. Also als so ein bisschen Tongue-in-Cheek-Nerd-Humor. Und bin damit sehr gerne rumgelaufen. Hatte eigentlich immer gehofft, dass irgendjemand auf der Straße mich anschreit, Cheater! Aber es ist leider nie passiert. Aber es gibt halt ein paar dieser ikonischen Cheatcodes, die vielleicht neben SV Cheats 1 aus Half-Life, aus der Source Engine somit die bekanntesten sind. Und einer von denen ist eben dieser No-Clipping-Code im ersten Doom, der heißt IDSPISPOPTE. Wo ich mich als junger Mann auch immer gefragt habe, was ist denn das für eine blöde Kombination von Buchstaben? Steht das für irgendwas? Und habe viel, viel, viel später dann mal die Geschichte dazu gehört, dass diese Abkürzung steht für Smashing Pumpkins into Small Piles of Putrid Debris. Und
die wiederum wurde erfunden, geht zurück auf eine Unterhaltung in einer Newsgroup, also damals, als das Internet noch nicht aus dem World Wide Web und Chats und sowas bestand, sondern diesen Newsgroups, wo man sich ausgetauscht hat, so Prototypen-Vorläufer von unseren heutigen Foren, wo die sich das damals in Vorfreude auf Doom über Monate das Maul zerrissen haben, weil sie so gespannt drauf waren. Und bis irgendjemand mal sagte, also wir würden doch sicher nicht so viel drüber reden, wenn das einen anderen Titel außer Doom hätte, was so eingängig ist, nämlich eben, wenn das heißen würde Smashing Pumpkins into Small Piles of Putrid Debris, dann wird da doch keiner drüber reden. Und das wurde dann so eine Art Inside-Joke in diesem Forum sofort aufgegriffen und erreichte dann irgendwann auch die Ohren von Dave Taylor, der damals so der Interface-Programmierer von Doom war und auch verantwortlich für die Cheatcodes. Und der brachte dann so als kleine Verbeugung vor der Newsgroup im Prinzip und vor dieser Idee diese Abkürzung als Cheatcode in Doom 1 unter. Das ist aber sehr nett, finde ich, dass sie da ihre Basis beobachten und das dann auch irgendwie würdigen. Im Spiel ist ja super. Das ist wahr, ja. Wobei bei id Software offensichtlich der Unterschied zwischen Anspielung und heutzutage würde man sagen Plagiat fließend war. Das können wir uns am besten mal auch mal anhören, weil die Musikstücke gerade im zweiten Teil, die von Bobby Prince geschrieben waren, doch mehr als nur inspiriert sind von Metal-Songs. Also da sind Stücke, die basieren teilweise oder deutlich auf Riffs und Melodien von Metallica-Stücken und Alice in Chains und Slayer und sowas. Und ein Song insbesondere, der heißt The Demons irgendwas, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, der beruht sehr deutlich auf einem Stück von Black Sabbath namens After All the Dead und das können wir uns einfach mal im Vergleich anhören, ich habe die hier hintereinander geschnitten. Was ich dazu sagen kann, es ist ja auch ganz einfach, Bobby Prince ist ja Anwalt gewesen lange Jahre, also auch Doktor der Psychologie und hat Anwalt Rechtswissenschaft studiert. Der wusste ganz genau, wie weitergehen wird. Wahrscheinlich, ja, das wird's erklären. Ja, es gab auch nie rechtliche Schritte von einer der gesampelten Bands und so. Andersrum, Megadeth hat hinterher mal sogar die Duke Nukem-Melodie gecovert, was jetzt also mit Doom nichts zu tun hat, aber trotzdem lustig ist endlich. Ja, aber heute sind sie bestimmt, diese ganzen Bands sind heute stolz darauf, in einem Spiel, so einem ikonischen Spiel wie Doom drin zu sein, auf diese Art und Weise. Genau, also das ist, glaube ich, sogar eine historische Tatsache, das, was ich eben gesagt habe. Was? Dass der Anwalt war und dass der das so nah angelehnt hat. Ach so, im Gegensatz zu allem anderen, was du sonst in unserem Podcast so sagst, was einfach pure, blühende Fantasie ist. Ja, ich finde, man kann mir ja schon anhören, wenn ich spekuliere. Ja, nur dunkel erinnere und natürlich so. Aber passende Musik für das Spiel, finde ich. Ja. Nicht umsonst sind die Melodien ja auch heutzutage noch bekannt. Auch die hat man halt so oft gehört, weil sie auch recycelt wurden für mehrere Levels, dass sie halt irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen sind. Hoher Wiedererkennungseffekt. Müssen wir noch auf irgendwelche Teile nach Doom 2 eingehen oder war es danach schon vorbei? Gut, Doom 3 haben wir kurz erwähnt. Das ist so wie Vital 1, nur schöner. Naja, du könntest jetzt lange darüber diskutieren, warum Doom 3 ein weniger erfolgreiches Spiel ist, obwohl es ja sich sehr klassisch bei Doom 1 bedient, aber das ist halt ein moderner Shooter, insofern als es tatsächlich eine Handlung hat. Ja, also ich finde trotzdem, dass es irgendwie komisch wirkte. Ich weiß auch nicht, Shooter waren da schon irgendwie weiter. Und natürlich hat es eine Handlung, ist moderner, aber es hatte trotzdem noch irgendwie dieses: Hallo Gunnar, schön, dass du in meinem Level bist. Ich habe gerade einen Gegner hinter dich teleportiert. Ja. Was ich gehasst habe schon immer. Es funktioniert nicht mehr so gut. Erstens ist es kein schnelles Spiel mehr. Und die Doom-Spiele waren wie eigentlich, auch die Quakes, wie die meisten It-Spiele, waren immer sehr schnell. Doom nicht. Es ist nicht mehr so weitläufig. Es ist sehr eng und verwinkelt. Und die Kombination funktioniert halt nicht so gut. Auf der einen Seite hast du dieses sehr traditionelle, skillbasierte Shooter-Spiel. Da tauchen Viecher auf, auch gerne in deinem Rücken, wie du sagst, und du schießt sie nieder. Und dann wirst du aber halt ständig aus diesem Flow wieder rausgeworfen, weil du ein PDA anhören musst, weil du hier ein Rätsel lösen musst, weil du dich dort mit jemandem unterhalten musst, was ein paar Mal vorkommt. Das knarzt und ächzt, das passt nicht so richtig zusammen. Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen so, als hätte da die Firma, die das Genre erfunden hat, nicht verstanden, wie das Genre weitergeht. Als hätte sie sozusagen versucht, ihr altes Spiel zu machen, hätte halt sozusagen als Konzession
an das, was die anderen komischen Hinzuerfinder in diesem Genre gemacht haben, ein paar Sachen eingefügt, aber die sie selber irgendwie nicht wollten oder verstanden haben. Ist ja ein bisschen so. Ist ja in Rage auch ein bisschen so. Eigentlich will es ein handlungsgetriebener Shooter sein, macht einen Schritt in Richtung Open World und dann ist es halt in der Essenz doch wieder ein ziemlich altbackener, lineares Ballerspiel. Ich konnte das Doom 3, glaube ich, gar nicht spielen, in dem rechten Sinne. Also ich habe es nicht weit gespielt, weil es mich so, weil es mir so zu sehr auf Schock gesetzt hat und ich kann ja Schock nicht. Und ich muss schon weggucken, wenn in Horrorfilmen Leute anfangen, rückwärts zu gehen. Ja, immer. Das Aufnahmen auf Gesichter. Ich ertrage auch überhaupt nicht unheimliche Filme und solche Sachen und Schockeffekte. Ich will auch überhaupt nicht erschreckt werden. Das Spiel will mich ja die ganze Zeit erschrecken. Das ging gar nicht. Also ich habe es irgendwie, glaube ich, eine Stunde oder so zwei gespielt. Da hatte ich echt die Faxen dicke. Also ich kann gar nicht mitreden dazu. Ich habe nur mal so eine pauschale, nicht historisch basierte Meinung dazu geäußert eben. Okay. Wir haben ja nun schon mehrmals gesagt, dass Doom 3 so eine Art Remake des ersten Teils ist. Und eine Sache, die man dem Spiel zugute halten muss, ist, dass es viele der Lücken, der Handlungslücken aus dem ersten Teil tatsächlich auffüllt. Im ersten Teil wird man ja einfach reingeworfen ins Geschehen und erfährt nie, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass die Hölle auf dem Mars losgebrochen ist. Der dritte Teil erklärt das schon, der setzt vor den Ereignissen ein und du erlebst im Prinzip diesen Moment mit, wie dann die Lage kippt. Und das können wir uns mal kurz anhören, weil das auch im Spiel eine Szene ist, in der man nicht viel sieht, die sehr dunkel ist und die tatsächlich darauf abzieht, dass der Schrecken in dem liegt, was du hörst. The devil is real. I know. I built his cage. I'm getting abnormal readings here. This is bad. God! I can't hold these levels. We're losing it! Help us! Ja, das war Doom 3. Was gibt's sonst noch? Doom kam für den Game Boy Advance raus, was ich immer wieder beeindruckend finde. Der erste Teil. Nee, der zweite war es, glaube ich. Und es kam fürs Nintendo 64 raus. Also ausgerechnet auf den Nintendo, auf den Familienkonsolen, kamen die damals ultra brutalen Doom-Spiele raus. Auf dem Game Boy allerdings mit grünem Blut, also schon entschärft. Doom kam für alles raus. Also für alles. Und wenn's nicht jemand rausgebracht hat, dann haben es Leute portiert. Ja. Es gibt ja Doom, das auf Taschenrechnern läuft und auf PDAs und sonstigen Sachen. Weil es, und das muss man. Flash und allem. Weil es, und das muss man id Software echt zugute halten, Open Source ist. Doom genau, seit schon seit. 90 schon. Ja, seit Ewigkeiten. Und alle id Tech Engines, also die Quake Engine, die Doom 3 Engine, alles, was sie so im Laufe der Jahre hatten, was nicht gerade ihr aktueller Stand ist, ist Open Source, also ist frei verfügbar. Ich habe übrigens irgendwann in meiner Recherche, ich weiß gar nicht mehr wo, den Satz gelesen, den ich nicht den Leuten vorenthalten möchte, die hier zuhören. 1995 war die Schätzung, dass Doom auf mehr PCs installiert war als Windows. Würde mich nicht vorstellen, machen. Aber damals gab es natürlich noch nicht auf so vielen PCs. Ja, das war ja noch DOS-Zeit. Aber finde ich so als Satz, kann man mal so stehen lassen. Und deswegen hat ja Bill Gates, der also man vieles vorwerfen kann, aber dumm ist er nicht, was so Marketing angeht. Deswegen hat er Doom portieren lassen auf Windows 95 als Doom 95. Stimmt. Das kam das nicht sogar mit dem Betriebssystem dazu? Nee, das glaube ich nicht. Aber gab es halt extra dann zumindest. Ja. Habe ich sogar nochmal gespielt. Hat niemand gebraucht auf der Welt. Nee, es war ja halt das gleiche Spiel nochmal, nur später. Ja, genau. Und in höherer Auflösung immerhin. Aber. Und der Typ, der das verantwortet hat, der das angestoßen hat bei Microsoft damals, war kein anderer als Gabe Newell, der Boss von Valve und Half-Life-Macher. Der großartige Gabe Newell, ja. Mhm. Der hat schon immer gewusst, was zieht. Das wundert mich gar nicht. Ja, Gunnar, jetzt haben wir doch ganz schön viel über dieses Spiel geredet, zu dem schon alles gesagt wurde. Wir könnten jetzt auch noch 4 Stunden lang alles einfach nochmal sagen, was anders gesagt wurde. Ich hoffe, wir haben 1-2 Sachen gefunden, die noch nicht so oft gesagt worden sind. Würde uns sehr interessieren, auch diesmal geht wieder die Bitte an unsere Zuhörer, schreibt uns auf unserer Webseite www.stayforever.de in den Kommentaren eure Erfahrungen, eure Kommentare. Und einen Wunsch, der mir besonders am Herzen liegt, wir sind bei iTunes 2 Bewertungen vor 100. Wäre doch
gelacht, wenn wir das jetzt nicht vollkriegen würden, oder? 5 Sterne müssten das dann leider sein. Sonst dürft ihr nicht abstimmen. Wir würden sogar 4 akzeptieren. Nein, 5. Gut, dann haben wir es geschafft für heute. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, es war lang und anstrengend. Das nächste Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Bis dann. Tschüss.